Hallihallo, Hallöchen und einen schönen guten Abend. Ich bin fast gar nicht zu spät, also voll pünktlich 18:47 Uhr, ist immer noch 18 Uhr. ja, ich bin da. Hallo. Oh Mann, was hatte ich für einen Kackheimweg einfach? Ich, weißt du, die ganze Woche nicht, ja? Die ganze Woche kommt diese scheiß Bahn pünktlich, ja? Und dann gerade heute, wo es sowieso schon irgendwie so ein Echtag war und ich dachte mir so, hä? Einfach richtig dick Verspätung. Hallo! Danke, Bahn. Wir sind stolz auf dich, dass du mich trotzdem noch hier abgeliefert hast. Und ja, hi. Hallo Nai, hi Korps, hallo Hide, hallo Risal, hallo Mike, hallo Sam. Ging heute auch so, Nerv im Rücken eingeklemmt. Oh, scheiße. Kriegst du das wieder hin? Hallo Nala. Es ist noch nicht 19 Uhr, Lieblings-Final Fantasy-Mail. Ja. Die Lieblings-Final Fantasy-Mail müsste mal ihr eigenes Final Fantasy 10 zu Ende spielen und nicht zu den vierten Run anfangen und abbrechen. Hallo Phil. Ja, habt es alle halbe Jahr? Wirklich? Das ist ja richtig heavy. Mein Beileid dazu. Das würde mich belasten. Wie die Jugend so schön sagt. Ich muss den Chat mal hier vorne hinräumen, sonst gucke ich die ganze Zeit dahin. Ich habe hier halt den Firefox-Tab offen, weil der Chat da so schön hochskalierbar ist und ich so halbwegs blind bin. Und wenn ich das bei OBS gucke, ist das so winzig klein. Was? Noch nie zu Ende gespielt? Nie, nicht im Stream. Das zählt. Also zu Ende gespielt habe ich schon tausendmal, aber noch nicht im Stream. Ich habe es jedes Mal abgebrochen. Hallo Momo. Wie geht's dir? So, ich trinke jetzt was von meiner nicht so heißen Zitrone. Es ist einfach nur Zitrone und Wasser. Aber ich hoffe mal, dass Zitrone Vitamin C drin und das gibt mir Kraft, möglichst wenig zu husten heute und wenig schnupfig zu wirken. Ich habe jetzt gerade die Seele aus meinem Leib geschnaubt, damit ich nicht ganz so schnupfig klinge. Chris hat schon Final Fantasy X hier gespielt. Ich glaube, jetzt nochmal muss nicht sein. Und. Hallo, Nai. Möchtest du, muss ich jetzt alle nochmal süß begrüßen? Tut mir leid. So. Ich hab vergessen, Just Chatting einzustellen. Ah, ich habe gegen meine eigenen Regeln verstoßen. Nein, ich starte ja meine eigenen Streams auch immer Just Chatting, deswegen versuche ich das auch ein bisschen. Aber ich bin schon eine Weile raus aus dem Stream. Ich bin etwas beschäftigt oder so. Hallo Twins Ryu. Also, warte, habe ich mich auf Ryu mit dir geeinigt? Bestimmt. Hallo. Guten Abend, Schnippig. Herzlich willkommen. Schön, dich zu sehen. Wie geht's euch? Füllt mal ein bisschen die Leere, während ich hier mein Wässerchen saufe. Nein, ich bin nicht gesund. Ich wäre gern, anstatt mal wieder krank, mal wieder gesund. Das wäre schön. Aber jetzt gerade bin ich nur krank. Aber ich habe eben schon gesagt, ich habe mir die Seele aus dem Leib geschnaubt. Trinke jetzt genug Wasser, damit ich hoffentlich nicht huste. Und wir kriegen das hin. So, das ist jetzt einmal. Wein hilft immer. Also mir hilft Weinen. Nein. Tut mir leid. ja, das ist ein bisschen stressbedingt bei mir. Bei mir ist dann die Krankheit immer so ein bisschen viel schlimmer. Aber das kriege ich hin. Keine Sorge. Ich ziehe alle Register, nimm mir meinen Dope, mein Nasendope und würfe mir jetzt noch Gedometrol ein. Das ist so ein natürliches Zeug, wovon man ganz toll Eukalyptus rülpsten kann. Ich hasse das Zeug, ne? Aber wenn es gegen meine Erkältung hilft, dann soll es sein. Vitamin C geht über 75 Grad relativ schnell kaputt. Ich weiß das. Wusstest du, dass Vitamin C schon ab 40 Grad kaputt geht? Das verliert irgendwie 6,8% seines Vitamins. Also die Zitrone verliert 6,8% dieses Vitamin C-Gehalts. Deswegen ist eigentlich mehr als 40 Grad schon schädlich. Aber 60 Grad ist das Schlimmste. Das heißt, solange du zwischen 40 und 60 bist, ist alles okay. Also du hast dann schon Verluste so. Aber wenn du es halt ein bisschen wärmer magst, dann solltest du zwischen 40 und 60 Grad bleiben. Yeah. Ich messe Vitamin C auf der Arbeit. Also ja. Ah, okay. Haben wir das ja geklärt. Dinge, die Mel weiß. Ich habe mich darüber informiert, weil ich mir eine heiße Zitrone machen wollte.
Und dann habe ich rausgefunden, dass du die heiße Zitrone gar nicht heiß trinken sollst, sondern lauwarm. Deswegen ist es die lauwarme Zitrone bei mir. Was sei Nerd auf? Bei Wein klappe ich direkt auf dem Tisch zusammen. Boah. Was man mir massenweise geben kann, ist Sekt mit O-Saft. Da klappe ich nicht auf den Tisch zusammen, da steige ich auf den Tisch. Heiße Zitronen trinkt man auf 38,5 Grad. Klugscheißer Riesal ist wieder unterwegs. Hui. Habe ich gedappt? Ja, ich habe gedappt. Ich seh einen Doofkopf. In meiner Kamera sehe ich normal groß aus, ich weiß das. Das haben mir immer alle gesagt. Ja, dasselbe bei Neo-Zitran trinken auch alle immer als Tee. Hat sie nicht. kennt ihr noch nicht meinen Mini-Dab? Funny Story. Als ich in der Schule war und Medienassistent gelernt habe, hatten wir öfter mal so kleine Diskussionen im Unterricht. Und damit wir den Lehrer nicht zu sehr stören, weil wir sowieso schon diskutieren, haben wir den Mini-Dab eingeführt. Ja, und deswegen, immer wenn ihr das seht, das ist mein Mini-Dab. Das ist keine Monobraue, das ist kein Okay-Zeichen, das ist ein Mini-Dab. Kleine Menschen, kleiner Dab, ihr wisst schon. Ich glaube, ich habe euch schockiert. Ihr musstet das irgendwann erfahren, okay? Er hat mich Doofkopf genannt. Oh ja, das tue ich sogar gerne, ganz oft. So, Discord hatte ich noch nicht offen. Hier, Webcam-Assistent kann ich zumachen. Hier so ein bisschen aufräumen. Final Fantasy habe ich schon gestartet, weil ich bin fleißiges Mädchen. Nun bin ich eine unwichtige Information leichter. Ich hoffe, das hat dir geholfen. Hallo Mondschweini, Hallöchen. Geht's wie steht's? Und ich dachte, Depp kommt von Deppen da, die das verwenden. Nein. Ja. Also, ja. Ja, aber nein. Oh, das ist ja toll. Ich, also, nur mal vorneweg. Ich werde mich hier... Ich werde niemanden unbedingt in den Arsch kriegen. Ich bin nett zu denen, die nett zu mir sind, okay? So läuft das bei mir. Ja, siehste. Ich mach sowas nicht. Ich bin platonisch nett, wie zu allen anderen auch. Ich bin nämlich immer platonisch sehr gern nett. Ich habe das Gefühl, ich habe den Namen schon mal gelesen und gebannt. Ist ja lustig. Verrückt. Es gibt da eine tolle Seite. Die heißt Duden. Google mal Duden. Und da gibst du platonisch ein. Und dann kriegst du eine Definition. Das ist ganz toll. Know your pages. Ah, ein Chris. Ja, ich weiß, dass ich nicht so oft hier streame, aber ich bin gemeint zu mir, wie es sich gehört. Du. Wir gleichen das aber gegenseitig so ein bisschen miteinander aus. Das ist okay, das ist fair. Ich bin nur so mit einem Order. Ja, alles klar. Ich weiß Bescheid. Es wird auf mich aufgepasst, dass ich ja auch ja keinen Unsinn treibe. Es gab übrigens eine Planänderung, Leute. Heute wird Chris nicht streamen. Heute mache ich wieder einen längeren Tag. Da ich ein bisschen später gekommen bin und das gerade ganz gut gepasst hat, wird Chris erst morgen wieder streamen. Moment, passt auf. Google erklärt einen platonisch auch. Wartet! Wir sind doch jetzt im 21. Jahrhundert. Wir können hier die Technik nutzen, die uns gegeben wurde. Okay, Google. Was heißt platonisch? Platonisch. Die Philosophie Platons betreffend, zu ihr gehörend, auf ihr beruhend. Das ist irgendwie nicht das, was ich hören wollte. Ach, Mel, mein Arsch ist riesig, meinst du wahrscheinlich? Da habe ich Platz für jeden. Pff. Das war eine schlau kluge Idee, Mel, ne? Hm.
Ah doch, warte, das ist doch was, was ich haben will. Nicht sinnlich, rein seelisch-geistig, platonisch. Hat er mir nicht nur nicht vorgelesen. Was steht denn heute so an? Heute steht an Final Fantasy VII. Wir spielen weiter. Wir sind gerade aus Midgard raus. Wenn ich mich recht entsinne, waren wir das letzte Mal aus Midgard raus und sind im Prinzip nur in diese Stadt gekommen, um wirklich 2 Stunden lang diese Story von Cloud zu hören. Stimmt, da wollte ich ein bisschen Recap machen. Wir sind noch relativ am Anfang der ganzen Geschichte. Wir haben im Prinzip jetzt gerade nur so einen Schnipsel der Story erfahren und den arbeiten wir jetzt das ganze Spiel über jetzt so ein bisschen auf. Yay, länger Welt zu gucken. Woo. Guck, da fängt schon wieder an mit dem Hüsterchen. Gibt es dort eine Wette, die man abschließen kann? Was meinst du mit Wette? Ob ich sterbe, ob ich lebe oder ob irgendwas anderes? Ich weiß nicht, wir haben sowas nicht. Also kein Wettsystem, zumindest was Streams angeht. Und ich muss mein Mikrofonhalter-Dings so ein bisschen fester schrauben. Ich habe Final Fantasy schon gestartet, okay. Ich bin ein bisschen nervös, Leute. Jedes Mal, wenn ich hier streame, denke ich so, ich muss hier alles gut machen, es muss alles da sein. Sprich, du darfst nur einmal sterben, dann spende ich 5 Subs. Okay, also darf ich nur insgesamt 5-mal sterben in dem Spiel oder heute? Ich glaube, der Kerl ist direkt nach GS googeln gegangen. Oh nein! Wie soll ich nur ohne ihn leben? Oh Gott! Entschuldigung. Ich dachte, ich versuch's mal. Oder ob mir die Füße zeigt. Yeah, Füße! Solange es nicht Jenny 13 ist. Okay, die Wette, schnippig, die Wette gilt. Die Wette gilt. Habt ihr gehört? Ich darf nur 5-mal sterben. Klopf auf Holz. Kriegen 5 Subs heute. Ich bin Sellout. Showfeed now. Ich bin für Knie-Content. Also das Knie kriege ich noch gerade so über den Tisch, glaube ich. Aber frag mich doch nochmal, wenn ich hier meine schönen Strumpfhosen anhabe. Nicht nur die, es ist scheiße kalt draußen, Strumpfhosen. Ist genauso ein schrecklicher Verlust, als wenn ich gehen würde. Naja, für dich würde ich jetzt aber nicht weinen. Zumindest nicht so theatralisch. Was ihr wissen müsst, ich habe auf meinem eigenen Stream-Gedöns habe ich immer mal wieder mit so Leuten zu tun, die halt immens unfreundlich sind, sexistisches Fuck und... Oh, Entschuldigung. Sexistisch, zum Teufel hin, super sexistisch Gedöns. Ups. Und, da ist halt das Problem, mit den Leuten kannst du halt nicht reden. Egal, was du machst, die werden nicht netter und die werden sich auch nicht besser benehmen und deswegen bin ich da manchmal... Ich wirke manchmal ein bisschen fies, aber ich hatte so einen mit dem Nicknamen halt schon gebannt, deswegen, ja. Direkt raus mit solchen Leuten. Finde ich halt auch. Ich habe so ein bisschen Angst davor, welche Dinge Mel macht, so wenn man sagt, sie soll mal richtig, wenn sie mal richtig betrunken ist. Oh, ich tue viele lustige Dinge. Ich tanze viel. Neuerdings. Die denken eh nur mit 2 Zentimeter. Richtig, ganz genau. Und deswegen schlagen wir den 2 Zentimetern direkt die Tür vor der... Ich sag das jetzt nicht. Einfach die Tür vor den 2 Zentimetern zu. Ich bin lustig. Keine Sorge, mit 5 dann alles bebashen. Ich wollte mich beim Bash nicht betrinken, Leute. Ich wollte einfach nur eine gute Zeit mit euch verbringen und hier ein bisschen konstruktive Sachen tun. Also ich bin ja ein paar Tage länger da, aber müsst ihr mich unbedingt abfüllen? Die Tage davor füllt dich Kermit sicher ab. Als ob Kermit mich abfüllt. Das traue ich dem nicht zu. Ja, Becher doch selber gar nicht, oder nicht? Hat er nicht mal irgendwann gesagt, er trinkt gar nicht so gern? Oder verwechsel ich da gerade wieder was? Naja, anyway, der Bash wird auch so lustig. Genau das ist sein perfider Plan. Aha, okay. Er wiegt dich in Sicherheit. Kermit ist halt ein echter Profi, was Flirten und Betrunkenmachen angeht. Ne? Der weiß, wie man die Mädels flachlegt, auch wenn es nur horizontal flachlegen gemeint ist und nicht andere. Man kann nicht anders flachgelegt werden, es ist vor 22 Uhr. Nur flach hingelegt, horizontal. Ich
Ich habe wieder eine Weile nicht geredet, ich merke es gerade. Ups. Es war ein langer Tag, okay? Ich bin immens müde. Okay, so schlimm müde bin ich auch nicht. Wir driften ab. Direkt erstmal wieder ein Netzwerkfehler. Oh, ich bin an den Internetschalter gekommen. Oh, wie blöd. Oh nein, nicht der Internetschalter. Ah, nein. So. Ich habe fast mein erstes Glas Wasser getrunken. Ich bin stolz auf mich. Dürft auch stolz auf mich sein. Dann sind wir alle ein bisschen stolz. Dann können wir eigentlich schon mit dem Spiel anfangen, oder? Weil wenn wir alle stolz sind, dann ist der Zeitpunkt gekommen. Aber wo muss ich zum Trinken kommen? Ich bringe Rotwein mit. Wir trinken. Also eigentlich ist es kein Event, um sich zu betrinken. Pass auf das Wi-Fi-Kabel auf, das übersieht man gerne. Oh nein, da bin ich auch gerade eben drüber gestolpert. Ah, Mensch, so ein Mist, aber auch blöd. So blöd, ich bin so blöd. Ich bin absolut kein Weinfan. Außer dieser komische Jungwein, den Tamara mir da angedreht hat. Der war lecker. Wo wird sich hirnlos besoffen? Wird sich nicht hirnlos besoffen! Jungs. Mel, wir trinken bald bei unserem Ben & Jerry's Netflix-Abend. Ich glaube, ich brauche das. Bin sowas von dabei, Chris. Bin 100% dabei. Stolz, nicht enttäuscht. Fast das Gleiche. Gemein. Neuer Wein. Ah ja, okay. Okay. Ich mag das. Das ist lecker. Das ist so schön süß. Wenn du das brauchst, ich brauche das auch, dann machen wir mal einen drauf. Das kann ich gut. Ich kann auch grundlos ewig lang in irgendwelchen Clubs rumhängen und so tun, als würde die Zeit einfach nicht existieren. Med-Mel. Ich mag kein Med, glaube ich. Was liegt bei dir eigentlich schon wieder auf dem Boden rum? Das ist, wenn du das rechts von mir meinst, auf dieser Seite, das ist so ein komischer Bettbezug, den wir mal hatten. Der kommt irgendwie weg. Keine Ahnung, warum der da liegt, aber er wurde da hingeworfen. Ich werde jetzt demnächst aufräumen. Also jetzt heute Abend fange ich damit an, wieder ein bisschen aufzuräumen und dann mal gucken. Ich werde ganz viel Zeug rausschmeißen und mal sehen. Damit hat Tamara mich auch schon mal abgefüllt. Ah. Merkst du nicht, wie schnell der zieht? Matt Mel. Oh, Matt. Boah, Leute, Matt. Frisches, geiles Matt und frisches Brot. Boah. Ja. Oh, lecker. Oder auch Federweißer genannt, je nachdem, wo du bist. Was, du magst doch süßen Wein, da wäre Met genau das Richtige. Ich weiß nicht, also den Met, den ich hatte, mochte ich nicht. Aber man kann mir gerne nochmal Met an... Also, zum Probieren geben, ne? Ich bin da probierfreudig. Also ein Arm mit einem Brettspiel und dabei etwas Wein oder sonst was. Ist doch lustig. Ja. Solange das Brettspiel nicht Monopoly heißt oder Uno, da wird mir doch ein bisschen ungehalten. Oder wenn es rote Trauben sind, heißt es Federroter. Ach cool. Also das klingt voll edel. Wenn man ihn nicht gerade in einem 5-Liter-Kanister serviert, ist das bestimmt auch sehr edel. Heute Morgen frisches Matt geholt. Oh, Kilion. Oh, geil. Tja, Chris, dann musst du vom Matt dieses Jahr auf dem ZFM aber ganz viel essen. Habt ihr auch so Bock auf hier Mettbrötchen? Das Brettspiel. ihr wisst, was ich meine. Halt, Brettspiele, da gehört für mich Uno halt auch dazu, weil die einzigen zwei Brettspiele, die ich als Kind hatte in meiner Jugend, waren Uno und Monopoly. Habe ich auch auf dem Brett gespielt. Auf vier Beinen. Nennt sich Tisch. Wackerbash bauen wir einen Mettigel. 5 Liter destilliertes Wasser. Lecker. Aber auch Elvaraus. Elvaraus kann ich nicht. Ich kann auch kein Mau Mau. Ja, Mau Mau ist so wie Uno, aber ich habe Mau Mau noch nie verstanden. Oh, Chris! Chris, ich weiß, was wir machen. Ah, wir haben den Pokerkoffer noch nicht ausprobiert. Wir besaufen uns und spielen Poker. In unseren kackigen Ruhe-Uniformen. Oh. Ja. 1000 Mal ja. Und dann streamen wir da. Was? Ja, schon. Eventuell. Was? Strip-Poker! Was ist denn mit uns? Was ist denn heute schon wieder mit uns los? Hä? Ist alles ja gar nicht mal so normal hier. Chris darf sich ausziehen, Mel nicht. Das will ja keiner sehen. Das stimmt wohl.
behalte meine nackte Hässlichkeit für mich. Ist alles meins. Darf auch nur ich sehen. Aber Frauen betrinken sich nie, die tun nur so. Am kommenden Tag sind die immer so taufrisch. Also, ich bin jemand, der auch keinen Kater hat. Also zumindest wenig. Ich spüre davon wenig. Wenn überhaupt, spüre ich davon wenig. Und taufrisch bin ich dann zwar halt auch nicht, aber mir geht's halt gut. Sie hat das Anrecht darauf, ihr gehört die Uniform. Also theoretisch. Das stimmt wohl, ich habe ihm die Uniform geschenkt. Das war meine erste Uniform und die war mir zu groß. Also habe ich mir eine neue geholt und Chris hat meine alte gekriegt. Und so begann eine Freundschaft, Leute. Storytime! Nein, okay. Ich gucke dabei so nach oben, weil es wollte es episch klingen, das tut mir leid. Kein Kater, mich kannst du 30 Stunden in die Ecke stellen. Oh. Ich bin aber auch noch jung, ne? Darf man ja auch nicht vergessen. Ich glaube, wenn ich mal irgendwann über die 30 komme oder so, dann kriege ich bestimmt auch einen Kater. Seitdem gibt es zwei Persönlichkeiten. Furchtbar. Ja, wenn die sich mal nicht die ganze Zeit so anschreien würden, wäre das auch nicht furchtbar. So, möchte das Prime Loot bitte aufhören, mir auf den Sack zu gehen? Ich hasse das, wenn ich irgendwo halt so eine rote zwei... Ah, es ist weg. So eine rote zwei stehen habe, die mir sagt, du hast Nachrichten. Und ich denke mir so, ja. Geh weg, bitte. Jung. Ich bin alt. Ach, Quatsch. Man ist so alt, wie man sich fühlt. Und ich bin ja auch noch jung. Ich bin 24. Und ich finde auch mit 30 ist man noch jung. Alt ist man höchstens vielleicht mit 60 langsam. So, wollen wir Google noch einen Witz erzählen lassen? Alles klar, mit 74. Ich spüre euer Alter. Der ist 99. Erzähl mir einen Witz. Fragt die Mutter ihr Kind, hast du den Salat gründlich gewaschen? Der schmeckt so komisch. Oh nein. Ja, sogar mit Waschmittel. Das hat mich jetzt enttäuscht. 99, genau so alt, dass du noch ein Brettspiel spielen darfst, aber wenn du 100 wirst, darfst du dann schon nichts mehr spielen. Ja, die Spiele gehen nämlich nur von 0 bis 99. Oder 6 bis 99 oder 12 bis 99. Ha! Darfst nie wieder was spielen. Krieg ich dann 99 Luftballons, wenn du Freunde hast? Ja. Scheintot. Man ist nur so scheintot, wie man sich fühlt. Okay, das macht keinen Sinn. Frag Google mal, was das nötig ist. Okay. Also, du, ich, Kakiguru-Uniform, einmal Ben & Jerry's Pokerkoffer, die Nacht wird lang. Boah. Abgesehen mal davon, dass mich Ben & Jerry's killen wird, aber ja. Was ist 0 durch 0? Du willst mich wohl auf die Probe stellen. Ist das alles? Okay. Gut. Google-Assistent hat keinen guten Witz, aber Google-Assistent nennt mich ja auch Meister. Es gibt einen guten Grund, warum ich ihr Meister bin. Wie ist mein Name? Dein Name ist Meister. Ja. Okay, ich muss es kurz beweisen. Sie nennt mich nie so, aber theoretisch. Theoretisch bin ich der Meister. Okay, gut. Schalte den Netzwerkschalter aus. Auf den Internetschalter! Da. Ich habe diesen Song lang genug im Loop gehört, glaube ich. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir mit Spielen starten. Ich überlege gerade, ich sollte mir vielleicht nebenbei... Also ich sag zwar, wir spielen blind, aber ich möchte mir, glaube ich, einen Guide aufmachen, weil ich sonst alles verpasse. Mich tiltet schon Alkohol und Ben. Das wird der erste Filmriss, den ich in meinem Leben haben werde und dann war er auch gut. Boah, Chris, ich hatte einfach schon 3 Filmrisse in meinem Leben. Schlimm. Und direkt nachdem du was gesagt hast, hat bei mir der Stream gehangen. Was? Oh. Scheiße. Ich tu mal so, als würde ich hier keinen Guide aufmachen, okay? Ich habe auch nicht geschafft, da eben mal reinzulesen. Was ist denn das Ende von Teil 1 hier? Tum, 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 tum. Du, du, du. Ah ja. Ah, guck mal, das ist, hab schon eine Information rausgefunden, die ich nicht wusste.
Okay, wie viel hast du getrunken? Und habe ich dafür genug Geld? Und wäre es nötig? Nein. Also ich habe einem Kollegen mal, der hat gesagt, komm, wir gehen auf die Kölner Ringe. Ich habe für dich 100 Euro eingeplant. Wir gehen saufen. Und der hat mich komplett den ganzen Abend eingeladen. Getrunken habe ich effektiv 130 Euro von dem. Und das sogar relativ günstig eigentlich, weil ich habe auf Happy Hour und sowas geachtet. Und ich hatte keinen Filmriss. Ich war danach ziemlich wasted, aber ich hatte keinen Filmriss. Ich weiß nicht, was das Mittel für einen Filmriss ist, Leute. Aber so ungefähr viel vertrage ich. Solange man nicht aufwacht und sich fragt, wer da neben einem liegt, ist alles in Ordnung. Frag mich doch immer, wo die Katze kam. Oh, ich mag Katzen. Stell dir vor, du hast 0 Kekse und verteilt sie gleichmäßig auf 0 Freunde. Wie viele Kekse bekommt jeder? Siehst du? Das macht keinen Sinn. Und das Krümelmonster ist traurig, weil es keine Kekse mehr gibt. Und du bist traurig, weil du keine Freunde hast. Das ist Siri ihre Antwort. Achso. Ich hatte zweimal einen Filmriss und wusste nicht mehr, wie ich ins Bett kam. Ich wusste es auch dann nur, also meistens wusste ich, wie ich ins Bett kam, aber so zwischendrin war einfach alles weg. So einfach so 2-3 Stunden, die dann halt komplett weg waren und dann so, yo, hier, das hast du gemacht. Aber das Schlimmste daran ist eigentlich, dass ich komplett Scheiße laber. Ich erzähle so viel Mist und ganz furchtbar. Also einen Filmriss will ich eigentlich nicht nochmal haben. Das ist okay, wenn ich keinen mehr habe. Da verpasst man nichts. Effektiv. Ich weiß jetzt aber noch nicht, wie Feindeskönnen funktioniert, ehrlich gesagt. Wie klappt das denn? Oh, meine Tastatur tippt sich so viel schöner. Ja, aber wie benutze ich das denn? Oh, okay, das ist ja mega stressig. Na gut. Bekommen wir Cassis Orange? Oh ja. Mel, wir schließen uns hier alleine ein und ich will, dass keiner erlebt, außer wie du und ich bin, wenn ich betrunken bin. Bedenke, wenn du Aerith ihr stärkstes Limit willst, musst du vor CD3 machen am besten. Eigentlich am besten vor Juno. Ja. Ich weiß halt, also ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob sich das lohnt. Das Strange war, ich bin auf dem Sofa eingepennt, als ich mit dem Kollegen einen Film schauen war. Irgendwann wache ich auf und ich bin im Bett. Und der Kollege war weg und ich musste nach Hause und so. Rufte ihn dann an, meinte so, danke, dass du mich ins Bett gebracht hast. Und er nur, hä, nee, war ich nicht. Oh. Oh, krass, okay. Grüße gehen raus an die Menschen, die dieses Wrack in den letzten 2 Wochen aus mir gemacht haben. Grüße geht raus, ihr Pisser! Woo! Wo ist eigentlich mein Controller? So. Einmal dieses, einmal jenes, einmal so rum. Alle mal das Himiko-Herz, beziehungsweise das Bakaku-Herz. Einmal für Chris und ein Pat dahinter und eine Waffel hat er sich verdient. Er ist ein guter Mann. Der verdient etwas hier Flauschigkeit von uns, finde ich. Finde ich total. Was? What the fuck? Alkohol im Mel ist nun mal äquivalent für Koks und Nücken. Yeah. Bin stolz auf euch, Leute. Macht ihr gut. Ich könnte stolzer nicht sein auf euch. In diesem Moment könnte ich stolzer nicht sein. Wir sind noch nicht fertig, also darfst du noch kein Wrack sein. Nur mal nebenbei. Chris macht einen auf Titanic. There you go. Ja gut, so fett wie die Titanic bin ich noch nicht, aber so tief gesunken. Wow. Ja. Ah, so, jetzt muss ich mal. Jetzt, darf ich hier drücken, dass das jetzt auch klappt, wie ich das will? Natürlich nicht. Wieso? Okay, doch. Es captured das Spiel einfach nie. Okay. Aber wir sind schon im Spiel drin und jetzt muss ich noch die Musik ausmachen. Das ist gar nicht aufgefallen. Jojojo. So. Jetzt mache ich noch den
Guide vielleicht noch auf dem Handy an, weil dann kann ich es auch ein bisschen besser benutzen. Hier stirbt ja keiner. Ja, noch nicht. Aber wir arbeiten dran. Also, keine Ahnung, wie schwer es ab jetzt wird, ehrlich gesagt. Aber ich bin bisher, glaube ich, noch kein einziges Mal gestorben. Also, das habe ich noch nicht erwähnt, bevor du hier einen Rückzieher machst. Ach, stimmt, ich bin arm. Ich erinnere mich. Okay, kann die Karte bitte weggehen? Ich muss mich noch an die Steuerung gewöhnen. Sie haben Postmail. Ja, ich sehe. Entschuldigung fürs Husten. Wunderbar. Muchas gracias. Ich habe euch gesagt, Mel kann das. Bald übernimmt sie meinen Job. Wofür? Da kann ich sofort spenden. Ja, da könntest du jetzt auch sofort spenden. Also finde ich auch. Ne? Oh. Okay, die sind halt schon echt gut. Aber ich habe Aerith ja aus dem Team geschmissen. For some reasons. Weil ich gedacht habe, ja, Tifa kann jetzt auch, also unsere Mel kann ja auch heilen. Ich dachte, ich komme zu spät fürs Spiel. Nein, Mel kommt zu spät fürs Spiel. Ne, Mel hat erst vor einer halben Stunde angefangen, weil er nicht vergessen. Sissy. Die große leere OPS-Fu. Fu-Fu. X-Mail. So. Wir brauchen Teil 2. Genau. Ich habe vor Beat Saber gerockt und bin fertig. Du geile Socke, ey. Du musst Arme haben wie ein Bär. So, nein, das wollte ich gar nicht. Verdammt. Materia, Mel. Habe ich nicht Mel gesagt? Okay, sie hat jetzt feines Können von mir gekriegt. Ist nur die Frage. Also. Ja, komm. Wo ist Midgar? Da ist Midgar. Guck mal, wie klein es ist. Aber wie geht die Karte weg? Kann die Karte weggehen? Die Karte stört mich! Was ist. Ach so. Von hinten. Treibdrehung? Was ist das zum. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Jetzt machen wir einfach mal hier. Einfach Basic Bitches. Select, okay. Du musst von einer Attacke getroffen werden, ohne dabei zu sterben. Genau, das habe ich jetzt eben auch noch gelesen, aber. Ich habe das Gefühl. Oh, das wirkt gar nicht so viel. Ich habe das Gefühl, wir brauchen ein bisschen Blitzmagie. Blitzmagie. Bam! Ja! So. Und ich habe gelesen, es gibt noch was zu klauen. Ich habe keinen Bock, so viel Mana zu verschwenden. Stirb! Stirb! Ich sagte, stirb! Ah, geht doch. So, ich drücke Select und es passiert nichts, außer dass die Kamera irgendwie. Er dreht sich immer weiter. Wieso geht das nicht weg? Hilfe. Ich weiß. Guck mal, Stick drücken. Okay, gut. Ich sag dazu nichts. Ist alles fragwürdig. Ist Final Fantasy VII. Final Fantasy VII ist fragwürdig. Ba da da da. Oh, Wolfies! Blitz? Mögen Wolfies Blitz? Nein, du. Um Gottes Willen. Schnippig! Dankeschön für deinen Sub! Schon 2 Monate dabei, du coole Socke, ey. Bin sehr stolz. Während meiner Schicht, dass Leute subben, das ist ja wunderbar. Fühlt sich gut an, endlich mal Subs zu kriegen. Ja, ich habe überlebt. Dankeschön. Yay. Oh Gott. Das geht jetzt so weiter, ja? Okay,
Ich tue einfach so, als wenn ich... Woo! Ja, Sans! Juhu! Holy fuck, wer ist Dr. Brustpeter? Ja, Fallen Down, Ramwall, Dr. Brustpeter, Mike und Phil, herzlich willkommen bei der Barker Crew als Sub. Bedankt euch bitte bei Schnippig. Ich finde, er verdient jetzt auch ganz viel. Ich muss es jetzt eben. Ich bin ja hier nicht ohne Grund Streamer. Ich kümmere mich natürlich auch darum, hier eine gute Stimmung zu machen. Und da müssen natürlich auch die Subs hier gedroppt werden. So. Einen getunten Auslöscher sollen wir suchen. Ich glaube, das war dieses das ist das Motorrad, aber ich bin mir nicht sicher. Boah, wie finde ich denn raus, wie die heißen? Hallo, wie ist dein Name? Sind das getunte Auslöscher? Analyse. Nein, das habe ich nicht gesehen. Wie heißt es? Wie heißt es? Nein! Wie heißt er? Jetzt habe ich weggeguckt. Verdammte Axt, ey. Das sind die. Okay. Das sind die Droiden, die wir suchen. Bam. Wie, ich konnte nichts stehlen. Ich weiß, dass da was ist. Malunke. Tja, dann lernst du es jetzt kennen. Ich persönlich habe das auch nie gespielt selber. Ich habe es nur nebenbei mal so geguckt. Eventuell gibt es gegen Ende noch so ein bisschen Trivia, was Final Fantasy Crisis Core angeht. Achso, so, da. Geh klauen, Vibe! Wieso nicht? Oh Mann, oh. Hi, Ragno! Na, wie geht's dir? Ich versuche hier nicht zu sterben. Was machen wir jetzt eigentlich, wenn du stirbst? Ich weiß es nicht. Ja, ich hab's geschafft! Woo! Weißt du, ich guck nicht hin und dann passiert das. So. Ja! Nice. Weiß nicht, such dir was aus. Ich zieh mich nicht aus. Ich weiß, dass du das nicht sagen wolltest, aber... Eventuell habe ich über 2.000 Stunden in Final Fantasy 7. Krass! Ah, das fühlt sich gut an. So. Yeah! So. Was soll ich noch tun? Okay. Ich muss den nochmal treffen und dann... Ach ja. Ach so, die sind jetzt einfach geblieben. Voll gut. Ja, hier, komm, gib ihm die Analyse. Ich hätte jetzt noch gerne so die Feindeskönnen-Technik und dann bin ich zufrieden. Was mache ich nur vor lauter Langeweile? Ich weiß nicht. Ja, guck mal, da sind sie schon wieder. Ja, sauber, einlügen, auf alle. Ich möchte das Limit nicht einsetzen. Kann ich das auch einfach lassen? Gib dir Feindeskönnen, los! Kann ich das nochmal klauen? Und dann kann ich das verkaufen. Gewinnbringend verkaufen! Abwehr! Gut, jetzt können wir sie kaputt machen. Yay. Achso, darf ich noch nicht, okay. Na gut. Cloud, ist dein Moment. Irgendwann hörte mich die Zeit auf anzugeben, wie viel man hat. Du kannst auch Abwehr machen, wenn du sie nicht töten willst. Ah ja. Eigentlich möchte ich nur mein Limit sparen, aber das ist... Ich weiß, das ist doof, aber... So, Feindeskönnen. Boom. So, jetzt kann ich weitergehen. Jetzt bin ich zufrieden. Aber erstmal hier das Leben sichern.
Ist nicht selbstverständlich. Ist es auf keinen Fall. Deswegen, man verzeihe mir meinen halbglücklichen Ausdruck. Ich bin aktuell nicht in der besten Stimmung. Aber ich hoffe, es kommt schon rüber, dass ich unheimlich dankbar dafür bin, dass man hier Subs giftet. Und generell, dass hier Subs geschehen in meiner Schicht, wie ich so schön sagte eben. Es ist erstens nicht selbstverständlich und zweitens freut es mich sehr, dass ich das Glück habe, das miterleben zu dürfen. Das macht Spaß. Hallo, Ellie! Doch, aber die sind nicht ganz oben. Ah, okay. Alles klar. Hey, alles okay. Ich möchte nur meinen Dank ausdrücken. Da war ich schon. Oh, ich muss nochmal nachkauen. So, fuck. Hab ich schon verkackt. Oh, ich hab's verkackt. Ja. Südlich. Ich soll nach Süden. Okay. Ich spiel blind. Bevor du in den Sumpf gehst, speichern. Okay. Ich wollte eigentlich nach Süden zur Farm. Weil ich dachte, das wäre eine gute Idee. Weil es ist immer eine gute Idee, dahin zu gehen zu einer Farm. Hä? So, wo ist meine Karte? Nach Süden. Das ist Süden. Könnte die Karte... Ich habe das Gefühl, hier ist kein Süden. Süden! Achso, das ist der Nähe. Okay. Bin ich hier richtig? Machst du einen Komplettrun oder nur die direkte Story? Weißt du das schon? Ja, es wird nur die Story sein. Also ich kann so ein paar Kleinigkeiten machen, auch zusätzlich davon. Aber ich glaube nicht, dass das hier so wichtig sein wird, sag ich mal. So, jetzt müssen wir uns das mal angucken. Zusch! Yeah! Geil. Oh nee, den goldenen Schokobo will ich nicht. Dafür bin ich mir dann noch ein bisschen zu fein. Gut, So. Also ich denke, ich werde mich hier so ein bisschen auf die Story fokussieren. Und das mache ich eigentlich immer so, wenn ich solche Final Fantasy Teile im Stream spiele. Wenn es aber noch so Sachen gibt, die man machen kann im Zusatz, dann werde ich mal zusehen, dass wir das auch machen. Mindblow! Tütü! Komm, alles raus! Alles muss raus, Jungs! Ich mache doch hier kein 100%. Da sitzen wir doch bis nächstes Jahrhundert noch dran. Also ich muss es, also theoretisch könnte ich das machen, dann haben wir das wahrscheinlich auch so lange geschoben bis zum Remake. Aber das war eigentlich nicht so der Plan. Wenn du durch bist, schicke ich dir mal meine Saves, dann kannst du noch die optionalen Bosskram zeigen. Oh, ja, danke schön. Yeah. Juhu, na da habe ich doch Bock drauf. Golden Chocobo musste machen, zudem haben wir Chris auch in den FF9 gezwungen. Toll. Also das Remake dürft ihr dann Momo zu 100% anhängen. Ja! Guck mal, ich sehe schon die Fußspuren. Ihr müsst wissen, ich bin ein super duper riesiger kleiner, also weil ich klein bin, aber ich bin ein riesiger Fan von diesen kleinen pinkigen Puschelmuschel, die wir jetzt treffen. Es sind nämlich die Chocobos, ja! Warg. Ich bin entzückt. Das sind Puschelfedern. Du isst keinen Chocobos zum Mittag, du böser Teer. Oh lol. Okay, cool.
Mach Mel mal ein Chocobo-Cosplay. Also ich wollte eigentlich schon immer Rotmagier sein. Hast du gerade Pusche gesagt? Chocobo. Die Mel gerade gequietscht wegen Chocobos. Das war leider niedlich. Oh. Die sind so putzig. Die haben Wuhu gemacht. Willst du den Sumpf durchqueren? Nö, nö. Hm. Über die Erwartung hier und... Ah! Suchst du ein Gasthaus? Nein. Darf ich weiter in deinem Schlafzimmer rum... Nein, darf ich nicht. Okay. Eines ganz selten davon. Die Beschwörung hat zwei Formen, die triggern können. Ja gut, dann direkt mal eine Beschwörung. Eine Beschwörung ausrüsten. Ah! Mir geht's nicht so gut. Send help. Ich gebe dir jetzt einfach mal Barrett, keine Ahnung. Es macht wahrscheinlich keinen Unterschied, wem ich die gebe. Nee, warte, Barrett wird oft angreifen müssen. Ach, fuck Barrett. Niemand braucht Barrett. So. Ja, ohne Scheiß. Red Mage sind so schön. Und die haben so einen coolen Hut. Ich wollte schon immer ein Red Mage sein. Oder ein White Mage. Oder ein Black Mage. Oder generell jede Klasse. Ein Gunblader wäre auch cool. Ich liebe Final Fantasy. So, wollen wir den Sumpf durchqueren? I guess so. Ich wünsche dir auch noch einen schönen Abend, Ragnar. Ich hoffe, du findest einen Weg aus deinem Dings raus. Okay, wir wollen. Dann ist es wohl besser, wenn du dir einen Chocobo holst. Dann kannst du mit dem Chocobo durch den Sumpf flitzen. Das ist die einzige Möglichkeit, nicht von Midgard Zolom angegriffen zu... Was? Was ist ein Midgard Zolom? Ein mehr als 10 Meter großes Schlangenwesen. Es folgt den Fußstapfen im Sumpf. Und dann zack, greift er an. Ah ja. Damit das nicht passiert, kauft ihr von der Schoko Bill und Schoko Billy Schoko Farm einen Chocobo. Wenn du einen Chocobo kaufen möchtest, sprich bitte mit meinem Enkel, der ist drüben im Chocobo-Stall, ganz rechts auf der Farm. Okay, Hauptsache, ich krieg erstmal so angedreht hier. Gibt's im Brunnen was? Nein. Kann ich die Leiter hochklettern? Nein. Okay. Ein Versuch war's wert. Kann ich hinter die Scheune gehen und ist dann in Truhe? Hallo? Willst du einen Chocobo? Ja, damit. Ihr habt Pech. Wie? Wir haben keine Chocobos mehr. Ich hüte dir da draußen für jemand anderes. Wenn du wirklich einen Chocobo willst, solltest du einen fangen. Willst du wissen, wie man einen Chocobo fängt? Wo sind die denn? Da, wo die Fußstapfen sind wahrscheinlich. Mhm. Also muss ich erst einen Köder kaufen. Ja. Ist eine Materia? Ist das, können wir nicht einfach Gizakraut nehmen? Ach, by the way, der Midgard Zolom hat eine Feindeskönnen. Yeah. Lohnt die sich? Es gibt eine Möglichkeit, zu Fuß durchzugehen, ohne ihn zu triggern. Oh. Oder man ist ein Depp wie ich damals und grindet so lange, bis man sie besiegt. Ula, ula. Flohfurcht, hallo. Ula, ula. Ja, die ist sehr stark. Okay. Wie fange ich ein? Ein wilder Chocobo ist stets in Begleitung von Ungeheuern. Du wirst keinen fangen können, solange ein Ungeheuer da ist. Ach, so funktioniert das, okay. Deshalb musst du erst die Ungeheuer besiegen, um ein Chocobo einzufangen. Und dann? Wilde Chocobos sind sehr scheu und sie rennen sofort weg. Nicht aber, wenn du ihnen Gemüse gibst, dann bleiben sie. Willst du wissen, wie man ein Chocobo fängt? Und was sonst noch? Ärgere keine Chocobos, denn wenn du sie ärgerst, verletzen sie dich. Und denk dran, sobald du von einem absteigst, flüchtet er. Oh, ich hab Husten. Mit Level 24? Okay, da bin ich noch 8 Level, 9 Level entfernt. Du willst, ja. Okay, danke. Gehen wir zum Geschäftlichen über. Ich biete dir jetzt Chocobo. Was? Was? Krieg ich den günstiger? Der will. Das sind 4000 Mark. Ah, ich will das nicht kaufen. Ja, hätte hier und. Da habe ich dem Schicksal aber ein Schnippig, dann habe ich dem Schicksal ein Schnippig geschlagen, weil ich hätte da fünfmal sterben können. Ja, komm.
Ich bin knickerig. Ah! Na komm. Arschgeige. Es würde nicht schaden, ein wenig Gemüse zu kaufen. Ja. Wie bitte was? Wie viel Geld kann man... Ach so, das braucht man auch zum Züchten, ne? Also ich glaube, es reicht, wenn wir erstmal das Günstigste kaufen, ne? Na komm. Sei nicht böse auf meinen Bruder oder Opa. Seit dem Tod meiner Eltern sind sie so. Ja, okay. Gut, dann fangen wir uns jetzt ein Chocobo, Leute. Wir sind jetzt bei Chocobo-Besitzer. Oh, Babys. Guck mal, wie schön die da rumtrollen. Tollen, nicht trollen, Entschuldigung. Oh. Meine Nase geht auch wieder zu. Chocobo! Achso, ich muss die Materie ausrüsten. Hast du Platz? Du hast keinen Platz. Hast du Platz? Ja, komm, wir schmeißen hier irgendwas raus. So, Gift, was ich eh nie benutzen werde. Gib ihm. Chocobo. 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 Yeah! Ah nein, das hätte... Ah. Tiefer, schneller, schneller! Woman! Zauber? Nein, fuck, wie mach ich das? No. Hab ich den jetzt gefangen? Läuft. Ja, ich zerstöre erstmal das Gemüse. Wenn eine Materie Max erreicht, behältst du die und es entsteht eine neue draus. Okay. Gut, wir probieren es nochmal. Ach so, ich muss erst die Monster töten, okay. Ach so, okay, jetzt verstehe ich's. Also die Materie ist ausgerüstet. Ja, ne? Hier, da. Chocobo-Köder. Ach so, damit kann ich das erst treffen. Heißt das, ich muss auch noch Chocobo fangen kaufen? Oh. Serallöchen! Ja, Mel auf der Bagger-Crew! Hallo! Ich mache Final Fantasy 7 hier im Programm. Oder Final Meltesy oder Meltel Fantasy oder wie auch immer man das sehen will. Na du, wie geht's dir? So, ich bin Chocobo. So. Oh Gott, was ist das links da? Lol. Das ist aber hässlich. So, jetzt gehen wir dem erstmal hier. Nein! Bleib stehen! Nein! Verdammt. Okay, nochmal. Wir kriegen das hin. Ich bin auch krank. Mal wieder. Lange hat sie sich gewehrt. Ich habe mich nicht gewehrt. Ich habe 3 Millionen Mal gefragt, ob du dir sicher bist. Ob du das willst, weil so eine Ehre hat ja nicht jeder, ne? Okay, also ich gebe dem Gemüse, mache alles um ihn herum platt und dann ist er mein Freund. Okay. Chocobo. Chocobo. Hui. Entschuldigung. Schneller! Da. Schneller! Jungs! Gib Gummi! Ah! Nein! Bleib hier! Freund! Sei mein Freund! Ja, du kriegst noch mehr. Nein, du kriegst noch mehr! Nein! Oh nein.
Wir brauchen neues Gemüse, Leute. Du hast nur gefragt, ob du mir Arbeit abnehmen kannst. Ich fühle mich nicht gezwungen. Oh, oh Gott. Phil! Dankeschön für weitere 5 Stufe 1 Abos. Zap-Bomb! Woo! Yay! Oh mein Gott! Was eine Ehre! Oh mein Gott! Das ist echt voll die Ehre, dass es in meiner Gegenwart passiert. Woo! Bin voll stolz! Yeah! Ihr geilen Socken seid jetzt alle Subs. Drop mal ein paar Emotes, die habe ich gezeichnet. So, ich will... Hallo, ich brauche mehr Gemüse. Kein Wunder, dass ich Melly sehe, wenn sie hier streamt. Böses Mel. Na, du siehst mich nur nicht, weil ich aktuell nicht auf meinem eigenen Kanal streame. Das hat aber andere Gründe. Und, das hat andere Gründe. Bei der Bagger-Crew habe ich jetzt gerade noch so... Ich habe mich noch ein bisschen mehr gezwungen gefühlt. Und ich möchte halt wirklich auch meine Zeiten einhalten. So, alles, was nochmal bei mir kommt, das kommt dann, wenn ich wieder halbwegs fit bin. Und, ja. Ihr wisst schon. Ich glaube, Mel muss erstmal leveln, damit sie die Gegner auch tot bekommt. Ich fürchte auch. Was ist denn heute Abend los? Ich weiß auch nicht. Sie zeigt nicht mehr ihre Hupen. Endlich sieht mal der Content. Woo! Oh, lol. Ottifanten! Der kotzt mich an. Beben geht auf alle, ne? Ich zünde mal an. Gut, Nimm Gemüse! Yeah! Cool. So. Zerstören! Ja! Magie, FFTW! Ja! So geht's. Lirea, hallo! Ein Löchchen, na du? Ich wollte nicht lockern. Ja, es ist zu spät. Jetzt ist es passiert. So. Ja! Okay, wo muss ich lang? Ich hab einen Chocobo. Ist das der Sumpf? Sieht sumpfig aus. Ah, guck mal! Da, es ist da! Da ist es! Hallo. Wir spielen ein bisschen Snake, okay? Entschuldigung, ich finde das echt furchtbar witzig. Komm hier doch später nochmal bestimmt zurück, oder? Speedrun Mansion hier. Um es gegebenenfalls muss ich mal einen Save vorbereiten. Ja, okay. Dann ist es ja okay, wenn ich jetzt hier erstmal weitergehe. Oh, lol. Da ist eine sehr große Schlange aufgespießt. Hat. Ich muss meine Stimme wieder haben. Sekunde. Okay, ich werde. Risa, bist hier mein Guide. Ich freue mich, dass du da bist. Immer schön, wenn man so Menschen mal in Real Life trifft und sie irgendwie hier landen. Das Problem ist, ich kann jetzt immer noch keine Gesichter mit den Namen verbinden. Das heißt, ich muss euch alle nochmal sehen. Scheiße, oder? Hat Sephiroth das getan? Ich bin ein bisschen nasal. Me sorry. Wahnsinn. Ich würde sagen, dieser Sephiroth ist ganz schön stark. You don't say. Poke mal. Poke es. Poke es. Vielleicht ist es noch lebendig. Okay, vielleicht auch nicht. Ich brauche auch eigentlich immer erst 2 Anläufe. Gerade bei den vielen... Also es gab halt viele Leute jetzt auf dem ZFM auch. Und das war mir ein bisschen zu... Oh, ich bin wieder draußen. Ups. Upsala. Kannst du... Würdest du... Ach so, ich war noch gar nicht in der Höhle, okay. Wenn ich jetzt vom Chocobo absteige, ist es aber schlecht, dann komme ich nicht mehr zurück. Ich habe Angst.
Warte mal. Mann, das ist die Profis. Ich kann auf dem Chocobo nicht speichern! Okay, scheiße. Na dann. No risk, no fun! Woo! Gut. Oh, Baby, bleib hier. Na gut. Ja, man weiß bestimmt nicht, wie ich aussehe. Doch. Also ungefähr. Ich glaube es, dass ich weiß. Aber ich bin mir nicht sicher. Ah! War beides eine Katastrophe. Einige Namen habe ich noch aus dem Einspieler im Kopf. Rechts, erst rechts. Achso, ich soll erst rechts. Ups, hast du nicht gesagt links? Oder habe ich das jetzt wieder falsch rumgesehen? Okay, ich gehe gleich erst rechts. Du hast eben links gesagt. Ist nicht meine Schuld. Ich hatte es falsch rum, okay. Alter, wie fies die Viecher aussehen einfach. Oh. Ich gönne uns mal eine Heilung hier. Lohnt es sich eigentlich, die zweite Party auch zu leveln? Also ich meine, solange ich den Kampf nicht wechseln kann, erscheint mir das halt sinnlos. Ja, lohnt sich. Oh, verdammt. Ich dachte, ich könnte jetzt einfach so mit den drei einfach durchziehen. Ach, einiges dort war eine Katastrophe. Wir haben versucht, das Beste draus zu machen, ne? Ja, definitiv. Also ich hatte viel Freude da. Ich habe zwar nicht viele Leute gekannt und ich hatte auch nicht so viel zum Unterhalten mit den Leuten, aber ich, ja. Ihr wisst schon. Bei verschiedene Fähigkeiten für verschiedene Situationen, okay. Oh, Ah! Ba. Sie werden alle geblitzt, Dingst. Oh, yo. Flammenwerfer einfach. Ich gebe euch Beben. Guck mal, der hat mich mit dem Mentos angeatmet. Mal schauen, was aus dem Ganzen jetzt wird. Aber ich bin at the moment sehr auf die Game Break Days gespannt. Ich auch. Leute, ich bin auch bei den Game Break Days. Ich dachte, ich erzähle das mal, weil es gerade schon aufkam. Und ich habe mich eventuell als Host, sagt man das so, Host beworben? Jemand, der Donations vorliest. Ich run gar nichts. Achso, vielleicht meintest du gar nicht mich, oh. Bling, ein Äther. Und Rüchen. Ja, das ist der Host, okay. Ich dachte, es gibt vielleicht noch eine Verweiblichung davon. Hostess. Ah, das klingt auch wieder falsch. Vergesst es, ich sage einfach gar nichts dazu. Ich bin auf jeden Fall da und habe ich da als das beworben kann, seit es mal meine Stimme hört. If you know what I mean. Doch, war ein schlechter Gag wie immer. Okay. Hostess, dein Ernst? Ja, pff. Ich bin eine Lady. Höchstin hat man bei mir gesagt. Okay, Höchstin. Ich Höchstinne für euch. Vielleicht. Host ist bei mir geschlechtlos. Ich muss bei Host halt immer an Oran High School Host Club denken und an sämtliche Host Clubs in Japan. Kiss, kiss, fall in love. Da, 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 da. Oh Gott, ich will den Anime wiedersehen. Oh. Ja, ich habe ein Zelt gekriegt. Und jetzt? Ist das schon alles? Ich bin enttäuscht. Gibt's hier nicht noch mehr? Kann ich da hochklettern? Oh, lol. Aha, haha. Okay. Ah, Materia. Meins. Okay. Ja, dann mach halt Horst. Okay, Horst. Dann mach ich Horst. Oh, Cloud ist traurig. Barrett ist auch traurig. Die Live-Action war cool. Lag aber auch nur an... Ja, die Live-Action war auch großartig. Die habe ich auch geliebt. Mr. T kann ja schon von der Ferne angreifen. Das macht ja gar keinen Sinn. Das heißt, es müsste Cloud eigentlich kriegen. Alle Gewitter. Ja, hier.
So, und alle, die jetzt das Spiel schon kennen, greifen sich an den Kopf und denken, ah, was macht sie? Und ich sag euch, was ich mache. Ich mache alles falsch. No risk, no fun. Pam, pam, pam. Ich habe gehört, zu den Game Break Days komme ich im 2B-Cosplay. Du spielst ihn auf deine Weise, ja. Amoklau! Oh. Ja! Puff. Oh, ja. Das hat was gebracht. Kommt sie durch, Bursche. Flammenwerfer. Yeah. Appim. Man muss aber halt auch nochmal sagen, gerade Struggler haben so konstruktives Feedback gegeben. Damit kannst du halt arbeiten und was verbessern. Definitiv. Konstruktives Feedback ist mir beim Zeichnen auch am liebsten. So, wenn man mir nur sagt, was alles schlecht daran ist, dann kann ich nicht so gut draus lernen. Das ist die Main-Beschwörung. Die zweite ist viel geiler. Ich sag nur Fetti Boom Boom. Oh, fetter Chocobo! Ja! Oh. Dann will ich einen fetten Chocobo. Der ist toll. So, was haben wir hier in der Truhe? Eine Gemütskapsel. Ich habe erst Gemüsekapsel gelesen, wollte mich ekeln. Da ist nix. Auch nix. Au. Was ist das? Ein Biss mit scharfem S. Biss. Bissspuren. Oh je. Yo, okay. Gut. Geschossspitzen. Ich kann das nicht so toll sagen, aber ich weiß, woher es kommt. Es kommt vom Gronki. Ich finde Feedback halt auch echt wichtig, sonst ist das nächste Jahr genau gleich. Definitiv. Geschossspitzen. So. Was erwartet... Die wenigsten können noch konstruktive Kritik geben, weil das verlernt wird von jedem der Intergesellschaft. In der Tat. Okay, das ist eine coole Abkürzung. Kritik geben wird halt, muss halt auch echt gelernt sein, weil... So diese Sache, dass man eigentlich erstmal was Nettes sagt und wie man das verpackt und so, das ist schon echt... Ist auch schon echt eine Kunst für sich, ne? Ein Moment. Wer bist du? Weißt du, wer ich bin? Du bist von den Turks. Nun, wenn du Bescheid weißt, dauert das hier nicht lang. Es ist schwer zu erklären, was die Turks tun. Entführung, ne? Negativ ausgedrückt kannst man das so sagen, ja. Aber das ist nicht alles. Es ist jetzt noch mehr. Sir! Magen grummelt. Ist okay, Root. Ich weiß, du magst keine reden, also brich dir keinen ab. Elena, dann erklär du es. Ich bin das neueste Mitglied der Turks. Elena, dem, was du Reno angetan hast, haben wir zu verdanken, dass wir zu wenige sind. Obwohl, deswegen bin ich zu den Turks befördert worden. Auf alle Fälle müssen wir herausfinden, wohin Sephiroth unterwegs ist. Außerdem versuchen wir, euch aufzuhalten. Halt mal, es ist genau umgekehrt. Ihr seid diejenigen, die uns ständig im Weg sind. Elena, du redest zu viel. Meine männlichen Stimmen sind so eintönig, tut mir leid. Was ist nett? Okay, die Musik war eine Notlösung, weil keine Zeit mehr war, Ost rauszusuchen. Ich war mit der Musik eigentlich auch meiste Zeit eigentlich ganz zufrieden. Herr Zeng. Es gibt keinen Grund, Ihnen etwas von unserer Order zu erzählen. Entschuldige, Zeng. Ich dachte, ich hätte dir Befehle erteilt. Geh jetzt. Vergiss nicht, deinen Bericht zu schreiben. Oh, ja. Sehr gut. Root und ich werden Sephiroth folgen. Er befindet sich auf dem Weg zum Hafen von Yunnan.
Elena, du scheinst nicht zu verstehen. Oh! Ich, Entschuldigung. Geh. Lass Sephiroth einfach nicht entkommen, okay? Jawohl, Sir! Schwupp. Reno meint, er wollte dich sehen, nachdem du die Wunden, die du ihm zugefügt hattest, geheilt waren. Er wollte euch allen seine Zuneigung mit seiner neuen Waffe beweisen. Yay, prügeln. Naja, dann. Wo ist Aerith? Ist sie nicht bei dir? Aerith ist nicht bei uns. Sie ist bei den anderen. Oh, grüß sie von mir. Lulz. Heißt das, ich könnte... Das alles wäre ein bisschen anders da, wenn ich die ganze Zeit Aerith dabei hätte? Sind die Dialoge dann besser? Also nicht, dass sie schlecht sind. Ich wollte nur... die Möglichkeit aufweisen, dass die Dialoge interessanter werden. Ihr wird nicht mit Steinen geschmissen. Junger Mann. Stell dich in die Ecke. Schäm dich. Und nimm keine Erdbeermilch mit, okay? Ich muss mir mal kurz die Nase schneuzen. Dafür muss ich mir mal ganz kurz hier muten. Entschuldigung. Ah, ja. Okay, nochmal. So, jetzt haben wir es. Ja, Chris, hast du schon überlegt, wie dein Event heißen soll? Wie nennen wir dein Baby? So, Mel darf nicht sterben. Mel führt hier den hier Kram aus. Sauber. Hi, Lüng. Irgendein Musikgeschmack auch noch an Steine werfen, geht ja gar nicht hier. Verstehe ich jetzt auch nicht. Oh nein. Germans do games quick. Hi-Trank, hihi. So, hier ist eine Materiequelle, wa? Ay Caramba! Ah! Ich liebe das! Könnt ihr es bitte Ay Caramba nennen? Ich liebe es! Ay Caramba ist mein. Ist, oh Gott! Ich will Ay Caramba. Ich will das. Ich will das haben. Bitte, 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 bitte. Hier, mach mal. Do your stuff. Bummel. Nein, das ist ein zu schlechter Wortwitz. Nein, gar nicht. Der ist voll gut. Der ist großartig. Schlecht. Upvote für Ay Caramba. Guck mal, hat dir schon fast gereicht. Ich lache mehr, als ich sollte. Ay Caramba ist großartig. Ist nicht fragwürdig, ist gut. Hat alle nur keinen Geschmack. Und vor allem, du kannst Sombreros aufsetzen. Und Tequila trinken. Und Tacos essen. Tacos y Burritos. Das wird gut. Ich schreibe mir das auf. Ich hab ne... Nein! Deine Fantasy ist abgestürzt. Ist abgestürzt. Das Spiel ist einfach abgestürzt. Einfach abgestürzt. Okay. Auch ein Post-it. Ja. Ne. Ja. Aika run. Ja.
Ich hab doch überhaupt auf nichts geklickt. Stell ich mal nicht so an. So. Warum tut es mir das an? Das ist doch jetzt scheiße. Oh Mann. Ich hasse das. Was ist abgelehnt? Ikaramba? Ich hoffe nicht. Oh, ich will das nicht nochmal machen. Nein! Oh. Ich hab's gar nicht kaputt gemacht, das hat sich selber kaputt gemacht. Arme, Oh Mann. Weißt du, mein PC kann echt vieles. Ja, der ist neu, der ist sehr gut und der kann auch viel. Aber dann bei Final Fantasy 7, an error has occurred. Was ist schon speichern? Das ist schon Progress. Doch scheißegal. Wir sind ja hier, um zu schnacken. Jetzt mal Tacheles. Wie hoch sind die Wahrscheinlichkeiten, dass ich nochmal einen Schokobo fange? Gemüse! Ah, nein! Nimm das Gemüse! Nein! Nimm es zurück. Ich gehe mich jetzt vor den Wurm werfen. Ich gehe mich jetzt einfach vor diesen Wurm werfen. Was soll's? Scheiß mal drauf. Ich schmeiß mich jetzt vor den Wurm. Wenn wir hier schon am struggeln sind, dann kann ich auch richtig struggeln. So. Falsche Richtung, ne? Oder? Nee, richtige Richtung. Wurm, Wurm, Wurm! Wurm, Wurm, Wurm! Hallo, Würmchen! Hallo! Hallo! So, jetzt geht's los. Snake. So, ich klau dir was. Und dann blitzen wir dich. Oh. Und dann beschwören wir einen Schokomark und stellen fest, Cloud ist tot. Ah ja, hat nicht gut geklappt. Oh, 200 Schaden. Das hat bestimmt nur 1000 Leben. Objekt, Phoenix wieder. Und, Cloud. Au. Ja, das hat sich erledigt. Ja, hier, Phoenix wieder. Cloud. Das hat geklappt. Yay. Easy. Ich schaff das. Tiefer Regel. Yeah. Barrett regelt. Verzweifelt ich? Was? Nein. Wer würde denn hier verzweifelt sein? Sie hat sich für uns geopfert. Ja. Ja, komm, gut. Ist okay. Schaffen wir nicht. Na gut. Auch nicht so wichtig. Könntest du uns bitte einfach töten? Apfiff. Apfiff. Und wir sind tot. Spiel beendet. Hat noch nicht mal ganz in den Screen gepasst. Ja, Schokobos, bla bla. Squaresoft. Weiter. Ja. Ja. So. Wisst ihr, was cool wäre, wenn Scooter so einen Schokobo-Remix machen würde? How much is the Schokobo? Los, gib Rumi. Ah, die kann nix. Wuhu.
Feuer. Ich habe Anzünden schon immer für eine Lösung gehalten. So. Wow. Ah. Nein! Stirb! Oh, Gott sei Dank. Oh. Oh Gott, was ist das nur? Oh, eine riesige Schlange. Oh Gott, hat Sephiroth das getan? Das wäre verrückt. Oh Gott, ist der mächtig. Oh. Oh. Ei, ei, ei. Der war aber mächtig piss, du. Ja. Ja, nicht. War ja nicht vergessen, genau. Tschüss. Tschüss, Chocobo. Werd dich vermissen. Komm zu mir zurück. Liebe dich, Chocobo. We're talking German, if you're wondering what we're talking. This stream is in German mostly. If you have any questions, you can ask, of course. But I cannot guarantee to talk fluently in English. And also, I won't switch the language for the community. But as I said, I can answer questions. As good as I can. You're welcome anyway. Yeah. Wer macht hier die krassen Duolingo-Ströms? Naja. Also krass und meine Englisch-Skills können nicht in einem Satz vorkommen, ohne falsch zu klingen. Also wirklich gut Englisch kann ich ja nicht. Zelt. Melden Englisch, ihr rote immer. Hä? Was ist bei euch los? Könnt ihr mal aufhören, mich zu trollen? Das ist nicht nett von euch. Oh, meine Nase, ey. Ich will doch einfach nur atmen. Was ist denn daran so schwer? So, wir haben Flammenwerfer gelernt. Bam. Warte mal, bis sie das Französisch macht. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Mehr kann ich auch nicht. Pero, fuck, ich weiß nicht, was kann heißt. Einmal trollig nett und dann sowas. Ah, du meinst es ernst? Oh lol. Sore wa janai desu kedo. Kore wa nan desu ka? Tengo un camiseta negra. Das möchten Sie mit mir schlafen, das ist wichtig daran. Ja, mehr Französisch kann ich auch nicht mehr. J'habite in Cologne. Was kann ich noch? Ich trolle, merkst du schon, okay. Kakigurumimashou. Cloudy Boy hat Limit. Muy bien. Muy bien, español. I try my best. Un cerveza, por favor. Ich meine, ich hätte immer ein... Ich muss sagen, es flaxt mich schon ein bisschen, dass ich nicht mehr Spanisch kann. Weil ich habe das echt gern gehabt in der Schule. Ich mochte Spanisch echt gern. Aber wenn man es nicht übt, wie soll man das noch können? Ihr habt das einmal so sexy auf ihrem Stream gesagt, ich habe keinen Clip gemacht. Das kackige Römer-Show. Vielleicht sage ich es ja irgendwann noch einmal. Es ist, ist ja nicht alle Tage end. Ich schwöre, ich bin auf tiefer...
Wenn ich nicht so schnüpfig bin vielleicht. Ich habe das Cosplay-GIF immer noch. Wir haben alle das Cosplay-GIF. Also zumindest ich, Chris und du. Wir sind alle. Püriert. Das war erotischer als alle Charaktere zugleich in püriert. Einen Moment mal! Ja, an dieser Stelle sind wir letztes Mal hängen geblieben und ich möchte jetzt auf jeden Fall nicht nochmal den ganzen Kram hier vorlesen. Ich möchte immer noch Kirari testen. Aber dafür bräuchte ich die Wig. Und ich muss meine Mary Wig jetzt demnächst nochmal ein bisschen schöner machen. Ich glaube, ich trage die einfach zur Frankfurter Buchmesse, weil geht immer. Ich würde gerne mal Mary testen. Oho. Ohoho. Ja, Elena ist wie so eine Auszubildende. Die muss nämlich auch ihr Berichtsheft führen. Und verplappert immer alles, was man ihr sagt, dass sie nicht verplappern soll. Datenschutz und so. Muss er den dreimal sagen. Den ganzen Azubis hier. Ich bin übrigens auch gerade in der Personalabteilung und da musste ich das Gespräch führen darüber. Du wirst nichts davon erzählen, was hier gesprochen wird. Okay. Und Sayaka. Bei Kaicho. Kaicho. Er ist nicht bei uns. Nee, nee. Verzupf dich mal schneller, bitte. Dankeschön. So. Wenn das Spiel jetzt wieder einen Runtime-Error hat, dann liegt es nicht an mir. Und dann muss ich mir was überlegen. Da, ba, ba, ba. Go, Cloud! Woo! Geiler Typ. Sumpfschuss. So, wie hoch stehen die Wetten, dass das Spiel jetzt nochmal abstürzt, hä? Komm, wir haben die 2000 schon wieder raus. Ich mache mir keine Sorgen mehr. So, Elixier. Tschüss. Dann liegt's an In-Game-Mail. Ja, dann liegt's auf jeden Fall in In-Game-Mail. Hätte die In-Real-Life-Mail jetzt mal irgendwie das Cosplay an, würde das ja nicht passieren. Ah, speichern, 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 speichern. Schneller. Ah, okay. Gut. Wir leben noch. Was für eine Materia? Achso, du meinst, du meinst, hier, Fernangriff. Ja, so du Cosplay sagt das Spiel nö. Kann ich verstehen, würde ich auch nö sagen, aber es geht halt gerade nicht anders. Oh, okay, da vorne ist, oh nein, ich weiß, was das ist. Das ist diese super komische Sidequest. Ah. Oh. Ah. Ah. Oh! Hallo. Wir haben Shinra lange Zeit auf diesem Schlachtfeld bekämpft. Wir sind stets auf einen langen Krieg mit ihnen vorbereitet. Falls ihr es nicht eilig habt, würdet ihr uns im Kampf in sie unterstützen? Hört mal. Wir wollen euch nicht drängen, wenn ihr gerade in anderen Sachen steckt. Warum bringt ihr das nicht erst zu Ende? Wo liegt denn Yunnan? An der Küste lang nach Norden. Wenn man eine Weile läuft, kommt man direkt nach Yunnan. Passt gut auf, denn es liegt im Schatten eines kleinen Berges. Okay. So, ich habe das Gefühl, diese Wälder... Waren das die Wälder, die wichtig waren, dass ich sie unbedingt betrete? Dieser hier oder der kleine da? Ich glaube, das waren die. Hier, ich bam euch alle weg. Hä? Lol. Hat sich geportet. Ja, ja, genau. Deswegen meine ich ja. Also, das ist der. Ich glaube, das ist dieser ominöse Wald. Hm, Chris nicht mehr mit halbem Ohr da? Doch, doch. Chris ist mit halbem Ohr da. Wieso? Also meine ich zumindest. Gerade eben hat er noch gesagt, er möchte mit mir, möchte noch mehr Kakegurui cosplayen. So, hier vielleicht? Ah ja, Moment. Erstmal ein bisschen rumlaufen.
Es sind die. Das ist das Wurzelgemüse. Das Wurzelgemüse greift an. Yay, mehr Cosplay. Wir brauchen definitiv mehr Cosplay hier. Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich auch mehr cosplayen. Und Geld. Ach, kann jemand innerhalb der nächsten Woche mein Tobi-Cosplay umnähen? Ich sollte vielleicht den anderen Arm husten. Fireball! Hier, Jungs, das wird mir aber kritisch. Trifft nur einen. Gut. Fun Fact, by the way, ich halte aktuell den Rekord mit den meisten Cosplay-Streams. Ja, noch. Das wird sich nochmal hoffentlich ändern. Ich würde, run! Es muss ja nur ein bisschen größer genäht werden, so 3 Korbchengröße oder so. Korbchen vor allem. Körbchengrößen. So ja nicht, Mel. Ich zerstöre dich. Ich muss ein paar Rekorde brechen hier. Ach, Quatschen geht immer. Ja, das geht schon, aber ich möchte das Thema nicht schon wieder anschneiden. Ich habe das schon zu oft in meinen Streams gesagt. Ich möchte nicht sagen, wo das Problem liegt. Aber das geht so nicht. Ich kann das so nicht tragen. Oh, die fliegen. Okay, ich verstehe. Okay, okay, please don't hurt me. Nee, ist alles gut. Es ist nur... Das ist... Fühlt sich halt an wie Bait jedes Mal, wenn ich das erzähle. Ich glaube, ich würde nie ein Cosplay streamen. Wait, Buckabash vergessen. Ja, warum? Kigurumi ist doch auch sowas wie Cosplay. Nimm Pikachu und es ist Cosplay. Haha. So, dass wir am Ende noch Wer zeigt mehr Haut battlen? Der wird zuerst gebannt. Ich bewege mich ja aktuell viel mehr als sonst immer so. Wenn ich das beibehalte und noch meinen Sport wieder aufnehme, dann können wir in einem Jahr sogar, Bikini-Cosplays battlen hier. Ich würde übrigens nicht drauf wetten, das war nur so dahingesagt. Ich werde das nicht tun. Hier, mach mal Beben, please. Was ist das denn jetzt hier? Oh! Nix Challenge. Hallo, Jungs. Ich hab doch gesagt, nehmt das nicht ernst. Ich bin doch locker nicht so weit bis nächstes Jahr. Ich traue mich dann bestimmt, also das ändert ja nichts daran, dass ich mich wahrscheinlich nicht traue, das Dings zu tragen, Bikini. Was? Kein Bikini-Cosplay? Too late. Girl, mach sie nicht kaputt, wir brauchen sie noch. Schokobo! Ja! Schupp. So. Böses Wurzelgemüse. Gott, wenn mein Bauchwerk geht, Inori probieren. Wer ist Inori? Klingenstrahl erhalten. Ist eine Attacke, oder? Sag mal, hier muss es doch was geben. Ich weiß genau, es ist hier irgendwo. Nein, Mel, Koop Bikini Cosplay Ströme. Ja, aber dann machen wir Art, weil dann ist es nicht so auffällig. Ist der Bait nicht so auffällig. Der Fokus liegt in der Kunst. Müssen wir nur so verkaufen, dann klappt das. Ach, Guilty Crown. Ah. Bei der fand ich die Haare schon immer ultra süß. Nächste Mal sind wir schon zu viert, aber... Ich trau mich doch nicht in Bikinis. Das wird sich nicht mit der Figur ändern.
Wenn wir alle Partner werden, können wir dann sogar einen Squad-Stream machen. Ich hab. Ich hab langsam keine Heilung mehr hier. Es fordert mein Mail, du hättest ihm das. Ich hab alles verpasst im Discord. Ich hab schon überlegt, reinzukommen, nur mal reinzuhören, aber ich hab mich nicht getraut. Ich kann nur drauf wegen der Aussage, rosa Haare stehen hier im Raum. Ah ja! Rosa Haare stehen hier auch. Meiner Meinung nach. Ah, Sneaky. Ah, aua. Was ist das denn? Au! Arsch. Man hat Angst vor uns. Denkt bestimmt mir, weil ich bin so böse bin. Ja, bestimmt. So. Juffi! Ich hab Materia für dich. Guck mal, frisch und heiß und fettig. Ich bin zu doof, oder? Ich mach das falsch. Oh nein, ich habe was verpasst zu klauen. Wobei, ich kann noch zurückgehen. Oh, ups. Oh mein Gott, ich habe eine Idee. Oh nein. Was ist das? Ja. Die Leute stehen. Oh Gott, wieso sterbt ihr denn schon wieder? Jungs! Ich passe doch nur mal kurz nicht auf. Ah. Ich muss nochmal nach Fort Connor, da kann ich gratis übernachten. Clown? Ja! So, jetzt können wir kaputt machen. Was? Was hier bei der Dokumi nur ein Bikini? Oh. Oho. Es wird gewagt. Also bei der Dokumi bin ich eigentlich schon verplant in Nekopara-Cosplays. Soweit ich mich erinnern kann. Ich sag das nur, damit man mir. Damit mir irgendjemand sagt, ja, das hast du versprochen. Au. Oh, wir haben es überlebt, okay. Oh boy. So. Okay, ich brauche Schokolade. Du wirst mehr, was ich Chris und Sneaky gezeigt habe. Ich kenne zumindest, was Sneaky macht und so. Also ich wär da wahrscheinlich nicht schockiert oder so. Alle! Juhu, plus eins. Wo sind die Sugar Daddies? Ja, ohne Scheiß, wo sind meine Sugar Daddies? Wo sind die? Dokumi will ich werden auch nochmal Tobi sehen. Dann mache ich auch wieder nie Automata Runs und trainiere, soweit das Lehrer und ich gegeneinander racen können. Warte, heißt das dann, ich muss Tobi tragen? Ich will nicht als Adam gehen. Begib mich auf dünnes Eis mit den Aussagen. Ich meine, das sonst wissen. Ja! Ram. Ja, verkackt. Ja, never run Marie Cosplay und Dokumi. Wenn wir nie Automata run, dann Adam und Eve. Oh boy! Oh! Oh! Wenn mir das jemand macht, dann raste ich aus.
Dann kriegt ihr mich nicht mehr los. Oh. 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 Also ich habe To-Be-Perücke und Cosplay hier. Das passt nur noch nicht meine Oberweite rein. Also ich bin praktisch bereit. Gut, dass man mich 90% nirgends live sehen wird. Nein, das habe ich so nicht gesagt. Nein, habe ich nicht. Sowas würde ich niemals sagen. Ich sag sowas nicht so. Nein, ich habe gesagt, wenn mir jemand Adam und Eve macht, dann raste ich aus. Nein. Scheiße. Mann, Leute! Bringt mich doch nicht in Verruf. Deine Augen sind anders. Wie dem auch sei, nicht mehr lang, dann tobt hier eine Schlacht gegen Shinra. Ihr solltet lieber abtauchen, bevor ihr reingezogen werdet. Ja. Meinst du Shinra? Shinra? Was wollen denn diese Idioten hier? Ihr scheint mit Shinra auch ein Problem zu haben. Schließlich seid ihr bis hierhin aufgeklettert. Hört mir doch einfach mal zu, was ich zu sagen habe. Nagel. Ich habe erstmal kein Interesse. Wir kämpfen alle gegen Shinra. Willst du das ignorieren? Cloud, hören wir zu, was er zu sagen... Oh Mann. Weißt du, was auf dem Gipfel des Berges ist? Na? Ist da was? Los, das kriegen wir auf die Reihe. Der Reaktor und ein Kondor. Du bist sehr scharfsinnig. Ja, es ist ein Reaktor und ein Kondor. Shinra scheint den Gedanken nicht zu mögen, einen Kondor auf seinem Reaktor zu haben. Mann, ist der Vogel groß. Aber warum wollen sie ihn mit Gewalt loswerden? Es ist schon dabei, wenn ein Kondor auf dem Reaktor ist. Der Reaktor über uns scheint eine Art spezielle Materie zu enthalten. Und als der Kondor kam, hat Shinra schnell Truppen hintergeschickt. Das Militär will den Kondor und alle Dorfbewohner von diesem Berg weghaben. Der Kondor brütet jetzt sein Ei aus, was nur alle paar Jahre geschieht. Wir wollen den Kondor vor Schaden schützen. Neues Leben. Ich mach's! Ich schütze ihn vor Shinra! Ein Kondorei. Ein echtes Stück Natur. Wir müssen das Leben des Planeten schützen. Leider können wir nicht selbst gegen Shinra kämpfen. Deshalb haben wir Soldaten angeworben, die uns helfen sollen. Alle unsere Gönner kannst du uns mit einer Spende helfen. Als unser Gönner kannst du uns mit einer Spende helfen oder mit uns kämpfen. Was meinst du? Was gibt es da zu überlegen? Wir müssen es tun. Cloud. Nein. Was soll das heißen? Willst du ein Mensch sein? Naja. Komm zurück, wenn du deine Meinung änderst. Jo. Erstmal, hier muss ich... Ich habe kein Geld, Leute. Oh nee, oder? Ihr habt jetzt nicht wirklich einen Quote draus gemacht. Oh nein. Wer played man? Na gut, geil. Schön aus dem Kontext gerissen. Yay! Das mal bei Männern machen und den Quartz, dann bist du wieder komisch. Kriege ich jetzt mein Adam und Eve Cosplay? Ich möchte das Ganze aber bitte mit Sexpack haben, dankeschön. Und dann Tequila aus dem Bauchnabel. Ach, kommt schon. Ihr könnt mir das bisschen Freude doch gönnen, wenn ich mich schon in Schale werfe als Tobi. Hallo. Ich kann dir nichts verkaufen. Alles, was wir haben, benötigen wir selbst. Oh. Deswegen habt ihr den Laden. Nö, kannst mir nichts verkaufen. Okay. Ich möchte aber bitte schlafen. Schlafen wir schön. Achso, ich kann wahrscheinlich... Ah, da unten sind Betten. Ich kann wahrscheinlich in den Betten pennen. Mach dir Schokolade, wenn es ein Trost ist. Ja. Schon, irgendwie. Können wir hier pennen? Ich würde hier gern schlafen.
weil Schneider so und so fehlt und Money dafür. Es gibt ein Cosplay, was ich gerne machen würde, aber das wird irgendwie nicht. Das ist schwierig. Mann. Ich gehe mal dahin, wo der Pfeil ist, wo der Pfeil nach oben zeigt. Schupp. Ah, der geht zum Kondor. Ich sag einfach mal, wir helfen denen und dann verlangt er hoffentlich kein Geld von mir. Hallöchen. Das ist ein kleines Ei. Schupp. Ah, nein. Verdammt. Hoch, 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 hoch. Hallo? Ah, ja. Hallo. Warum ist diese Steuerung so schwierig? Kann ich da nicht lang? Also helft ihr uns? Ich will nicht, dass er getötet wird. Es sind ungeheuer große Vögel und so eindrucksvoll. Wir dürfen nicht zulassen, dass aus menschlicher Ignoranz ausgerottet werden. Natürlich nicht, auf keinen Fall. Besonders nicht von Shinra. Wenn du ihn dir ansehen willst, stell dich da drüben auf den Stuhl. Nö. Ich hab schon geguckt, danke. Vielleicht kommt richtig geiler Premium FF7-Content. Ich bin mir sicher, der wird richtig super. So, hier, ich will... komm hier, ich helfe. Also machen wir's. Juhu! Fragt mein Sohn, der im Schuppen wache steht. Über die Details unserer militärischen Taktiken verlassen wir uns auf euch. Okay, ich will gern pennen. Umsonst. Ich will umsonst schlafen hier. Bitte. Hallo. So. Hallo. Na. Ach, so. Danke. Lass mich unsere Strategie erläutern. Der Feind wird den Berg erklimmen und nach dem Reaktor suchen. Ich habe ein Poster am Arm kleben und wir stellen Soldaten auf. Und heuern Soldaten an, um das Gebiet zu verteidigen. Tja, das ist alles, was wir haben. Das Dorf hat kein Geld. Selbst wenn wir kämpfen wollten, sind uns die Hände gebunden, weil wir pleite sind. Um einen Soldaten anzuheuern, brauchen wir 400 Gil. Um 20 Soldaten anzuheuern, brauchen wir 8000 Gil. Dabei ein Schreibfehler. Wir bitten euch deshalb, dass ihr euer eigenes Geld verwendet, um die Soldaten anzuheuern, Fallen zu kaufen, sie aufzustellen und die Befehle zu geben. Wenn ihr keine Zeit habt, möchten wir euch bitten, uns mit der Spende auszuhelfen. Wenn ihr uns Geld spendet, können wir Soldaten anheuern und den Angriff von Shinra abwehren. Wir wissen, dass unsere Bitte egoistisch ist. Wir haben unsere Frauen und Kinder in ein anderes Dorf geschickt. Wir beugen uns unserem Schicksal. Fangen wir nochmal von vorne an. Falls der Feind in diese Hütte eindringt, müsst ihr ihn sofort zurückschlagen. Nun, einmal zu verlieren ist nicht das Ende der Welt, aber wenn man immer wieder verliert, kann es gefährlich werden. So, gibt's irgendwelche Fragen? Okay. Oh scheiße, ich muss jetzt Dinge tun! Nein! Nein! Verdammt, ich dachte, ich kann jetzt einfach so... Ich hab Angst. Das wird nicht gut gehen. Das wird nicht gut gehen.
Minuten. Nee. Wieso geht das nicht schneller? Ich möchte die Geschwindigkeit erhöhen. Das Spiel reagiert nicht mehr! Ah, okay. Ah, so. Jetzt geht's los. In atemberaubender Geschwindigkeit treffen die gegnerischen Einheiten ein. Sie kriechen über den Berg. Rot und grün sind ihre Farben. Wie das Ekel, das sie darstellen, ist auch der Ekel in dem Kontrast wiederzufinden. Oh, ein Flugsaurier. Ah! Sie werden gleich eintreffen. Oh Gott, was soll ich nur tun? Atemberaubende Geschwindigkeit. Nur noch wenige Sekunden trennen uns vor dem Aufprall der Bestien. Und wir werden auf jeden Fall garantiert gewinnen. Gar keine Frage. Der Kämpfer wird nicht lange überleben. Aber ich habe auch keine Lust, mein ganzes Geld rauszuwerfen, ehrlich gesagt. Ich habe es gerade erst wiedergekriegt. Ah, ich kann noch Einheiten aufstellen, guck mal. Es geht los. Ah! Schütze 1 ist auf Feind gestoßen. Plirr. Oh. Achso, ich kann die Leute auch noch bewegen. Ja, das funktioniert gut. Ah nein, da kommt der Typ ja von da hinten durch. Plirr, plirr. Yeah, Feind zerstört. So, der schafft das. Der macht das. Der macht das großartig. So, Hör doch auf. Ah! Fuck. Action. Angreifen. Jetzt will ich das aber halt auch gewinnen jetzt. Verteidiger. Action. Beweg dich mal da hin, bitte. So. Und hier stellen wir jetzt nochmal so einen Kämpfer hin. Okay, der Kämpfer braucht hier auch noch einen Kollegen. So, los geht's. Woo! Ah, sehr schön. So, und du brauchst auch noch einen Kollegen. Ah, nein, stopp. Ja. Oh, der macht ordentlich dein DMG. So. Ja. Ist schon okay. Die kriegen das hin. Die schaffen das. Ich glaub denen. Ich glaub, dass ihr das schafft. Um Gottes Willen, Alter. Puh. Ich kann mich vor ganzer Spannung nicht halten. Lebt der noch? Nicht mehr lange wahrscheinlich. Der lebt auch noch lang genug, ja. Komm, mach ihn hier. Ich finde das Gameplay äußerst spannend. Also ich wünsche jedes Final Fantasy. Oh lol. Jedes Final Fantasy wäre so. Ich hoffe, ich darf dafür kostenlos schlafen. Ich habe immer jetzt schon genug Geld ausgegeben, um hier. So, du bewegen. Ach, da. Oh! Ah! Fuck! Ah, ich habe fast kein Geld mehr. Was machst du?
Na komm, los geht's. Oh Gott, das wird schlecht ausgehen. Das wird sehr schlecht ausgehen. Oh, der Angreifer ist fast tot. Ah, aber die Viecher... Oh. Was? Hä? Okay. Los, Chocobo, mein kaputt! Ja! Äußerst mächtig, äußerst mächtig. Fast so gut wie Shiva. Nur angezogener und vogeliger. Es hat nichts zu stehlen. Das halte ich ja für ein Gerücht. Los, Barret, setz Anali ein! Haha! Entschuldigung. Yeah! Könnt ihr mal bitte Limit haben? Na, geht doch. Da, 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 da! Kabam! Wird mal wieder Zeit für ein Cloud-Limit hier. Ja, geht doch. Da, 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 da. Der Wunderbärchen. Basiliskenklaue. Schön. Was ist jetzt? Habe ich gewonnen? Woo! Ja, ich habe gewonnen. Ich habe nur die Hälfte meines Geldes wieder verballert. Ich bin pleite. Wie im Real Life. Ja. Sie verkaufen euch verschiedene Objekte. Unsere Betten stehen zur Verfügung. Ja! Wiedersehen! Hui! Das ist alles, was ich wollte. Hab nur 4000 Geld dafür ausgegeben, im Bett schlafen zu können. Woo! Nice. Stolz. Das hat sich rentiert. Wir schlafen. So. Da, 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 da. Habt ihr denn schon Pläne fürs Wochenende? Ich für meinen Teil habe jetzt in den nächsten 2 Wochen Urlaub. Was gar nicht mal so gut ist, weil wir haben Handwerker im Haus aktuell und die bauen Fenster aus und die laufen durch meine Wohnung. Und das finde ich nicht nur immens unangenehm, sondern auch befremdlich. Und deswegen werde ich die 2 Wochen wahrscheinlich absolut nicht genießen können. Außer die Zeit, die ich zur Frankfurter Buchmesse fahre. Da freue ich mich drauf. Trinken gehen. Nice. Schick mir ein Foto von deinen Getränken. Getränke machen mich glücklich. Also alkoholische zumindest. Da kann ich wenigstens so tun, als wäre ich auch da. So. Jetzt muss ich noch die Sache mit Yuffie nachholen. Yay. Dann kann ich weitergehen. Aber ich brauche das. Ich muss das jetzt haben. Wir sind jetzt auch mal wieder fit. Können wir wieder Zauber benutzen hier. Wir müssen sowieso ein bisschen leveln, habe ich das Gefühl. Ich habe so... Ich habe so im Urin, wisst ihr? Ah, das ging jetzt aber diesmal schneller. Ja! Abgesehen mal davon kann ich mein Geld so wieder kriegen. Girl, tauch endlich auf!
Guck mal, wie sie tiefer schon fast wieder K.O. haben. Das ist doch scheiße. Ich finde das kacke. Yeah! Everybody! Yeah! Rock your body! Ich hasse die Füße, ja. Pff. Ich finde die auch kacke. Vor allem, die sehen aus wie unfertige Majora's Mask-Masken in hässlich. Nicht, dass die Majora's Maske besonders schön ist, aber... Sie hat etwas mehr Finesse in der Ausfertigung. Ja, aber wirklich. Die geiert doch sonst auch so auf Materia. Da kann die sich doch auch mal kurz hier... falsch. Kurz mal hier blicken lassen. Wisst ihr, von einem Jahr oder so habe ich noch gesagt, ich werde niemals Final Fantasy 7 spielen. Und auch Final Fantasy 8 nicht. Das ist viel zu alt. Das sieht doof aus. Macht gar keinen Spaß, wenn diese Spiele so doof aussehen. Okay, Wald, ich soll das nicht sagen. Sie ist 14. Wirklich? Sie ist da noch 14? Ach Gottchen. Ja gut, in Crisis Core ist ja auch noch ultra jung. Ach Gottchen. Sie werden so schnell erwachsen. Brrrrst. So, mit flächendeckenden Zaubern geht's doch ganz gut. Ja, Level up. Guck mal, nicht mehr lange, dann können wir uns in dem Wurm stellen. 7 Jahre vor FF7. Der Anfang, da war es 7. Er wollte schon sagen, die wären noch ultra klein. Das spielt 7 Jahre? Ach, stimmt ja. Das ist... Der Timeskip ist einfach so krass. Ich hasse dich. Ah nein, es ist ein Mist. Fuck. Ja, dafür hat es sich jetzt nicht gelohnt. Egal. Zerstört! Babdada! So. Old MacDonald hat eine Farm. Ia, ia, yo. Oh, wisst ihr, was ich mir gleich hole? Ein Lebkuchen. Ich habe mir einen Lebkuchen gekauft. Das ist genau der richtige Zeitpunkt, um Lebkuchen zu essen. Heilung! Hörst du wohl auf, meine Teamkameraden zu töten? Oh. Das macht jetzt schon definitiv mehr Schaden als vorher. Bin stolz. In dem kleinen Wald nebenan, da kam sie bei mir häufiger vor. Okay, dann versuch's mal da. Ich habe eben noch eine Waffe bekommen, fällt mir ein. Ja, wir gucken jetzt einfach mal. Ich meine, mehr als nichts passieren kann ja eh nicht kommen jetzt, also... Boah, ich muss mich mal ein bisschen gerade hinsetzen. Das ist ja schlimm mit meiner Körperhaltung. Waffe habe ich gesagt, ne? Ich könnte schwören... Ach so, das war... Das war vorhin, ne? Als abgestürzt ist, da wo ich was bekommen habe. So, kleines Mädchen, let's go. Hui. Nö, noch nicht. Aber vielleicht gleich. Ah. Wisst ihr, das Gute daran ist, dass ich nicht so viel vorlesen muss. Das schont die Stimme immerhin ein bisschen. Ich möchte aber noch ein bisschen weiterkommen, deswegen, also ein bisschen Story dürfte jetzt noch kommen, bevor ich hier wieder Tschüss sage.
Kreuzimpuls. So, bam. Bam. Okay. Ja, wunderbar. Wir machen noch heute bis 0 Uhr, habe ich gehört. Nee. Ich muss morgen früh aufstehen. Ich habe morgen noch Dinge vor. Girl! Schwing deinen süßen Hintern hierher! Ist ja furchtbar. Oh. Oh! Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, dass das passieren könnte. Ah ja, Minispieltipp in, mit Juno und mit dem Delfin einfach mashen. Okay, einfach mashen. Hat das Wiederbeleben jetzt nicht geklappt? Sie ist ein schüchternes Girl. Das mag ich aber an Girls gar nicht, wenn sie schüchtern sind. Ah. Yo, natürlich tötet das jetzt einfach so klar. Oh nein. Oh nein. Nein, 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 ich bin nicht bereit zu sterben. Nein, 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 nein. Ah, nein, das hat nicht gereicht. Ah, zerstören, los, sofort. Oh Gott. Oh. Na, das war aber mal... Das war mal eine knappe Nummer, du. Ja, das hätte jetzt ins Auge gehen können, wa? Oh. Da habe ich jetzt aber echt elendig Lack gehabt. Uiuiuiuiui. Das wäre aber fast ins Höschen gegangen hier. So, speichern. Uiuiuiuiui. Gut. Dann probieren wir es nochmal ein bisschen weiter hier. Ich will ein Glücksbärchen sein. Das wäre wunderbar. Nein! Nicht schon wieder die. Das sagt man übrigens auch, wenn man mich sieht. Nein, nicht schon wieder die. Ist das, was du hörst. Aha. Ich megafunk dir auch gleich was. Oh, Mann. Ist doch kacke. Ich rede wieder viel zu laut. Beben. Beben. Drücken Sie B für Beben. Erdbeben, was geht denn? In Deutschland geht der Beat ab. Es ist nicht mehr viel Hirnmasse übrig heute. B. 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 Na, der wo was geht. Du alte Pflaume. Na, na. Du, ich bin hier äußerst beschäftigt. Sehen wir nächste Woche wieder Mel-Cosplay von Mel? Ja, aber nicht am Freitag. Weil ich bin nächste Woche Freitag nicht da, deswegen muss ich den Final Fantasy Friday ein bisschen früher stattfinden lassen. Dann habe ich aber auch Zeit, wieder das Cosplay zu tragen. Weil ich habe hier Urlaub. Habe ich ja Zeit, mich fertig zu machen. Dann muss ich nicht noch in die KVB sprinten und hoffen und beten, dass ich nochmal pünktlich kommen darf. Was nie der Fall sein wird. Ja, ich habe einen getötet. Ja, ich habe zwei getötet. Entschuldigung. Ich wollte uns an. Ich sollte vom Mikrofon weghusten. Mein rechter Arm ist nur die ganze Zeit schon müde vom ganzen Arm hochhalten. Der Finger oben wird man dich nämlich loben. Wisst ihr ja? Ist eine Weisheit.
Und ich hatte den Finger immer oben. Also wird man mich mal loben. Vielleicht solltest du Freitags generell das 19 Uhr anfangen, wenn das so knapp ist. Ja, also die Sache ist, ab und an ging das halt schon, dass ich mal früher gehen konnte. Aber heute war halt die ganze Zeit der Chef nicht da. Und ich hätte es halt geschafft, wenn die Bahn nicht gesponnen hätte. Dann hätte ich es halt locker geschafft. Aber ich bin ja erst super spät angekommen. Das ist ja das Ärgerliche daran eigentlich. Normalerweise gucke ich halt, dass ich einen anderen Tag länger bleibe und freitags früher gehe. Das hat aber heute halt nicht so geklappt. Weil, wie gesagt, der Chef nicht da war und ich wollte nicht einfach, also, wollte nicht einfach gehen, so. Vor allem jetzt, wo ich 2 Wochen weg bin, sagt man ja wenigstens mal tschüss. So, tschüss bis in 2 Wochen. Ach ja, du bist ja weg. Okay, alles klar, tschüss. Ihr kennt das. Granate erhalten, juhu. Wenn diese Granate mal bitte Yuffie wäre, ja, dann wäre ich aber echt glücklich. Gib mir eine Granate. Und dann sammle ich Granate. Ja! Ich geh erst mal alles klauen. Erstmal klauen, was sie hat. Hat sie gerade Flammen ausgespuckt? Tja, nun. Nicht zu stehen. Sie besitzt also gar nichts. Rein? Gar nichts. Hier, ich kann dich auch anzünden. Hm. Oh, das geht schnell. Ja! Mann, ich hab verloren. Unmöglich. Ich muss ein bisschen jugendlicher klingen, ne? Na, du Hirni, wie wär's? Wollen wir nochmal? Na klar. Diesmal verliere ich nicht. Mach ruhig dein Testament und sag an, wenn du bereit bist. Ha! Ich glaube, sie kämpft schon. Ich bin mir nicht sicher. Ich kann aber nichts mehr machen. Sollte ich was tun können? Nein, mit solch Rüppeln wie euch schlage ich mich nur einmal. Ich lasse genug für den Arzt übrig. Das nächste Mal wirst du nicht so viel Glück haben. Hey, mein Geld! Oh, das war geklaut. Ups. Hey, mein Geld! Warte einen Moment, wo ist mein Geld? Habe ich was falsch gemacht? Muss ich das jetzt nochmal machen? Manu? Hallo? Hilfe. Bin sad, wenn ich das jetzt nochmal machen muss. Scheiße. Hallo, Vinja. Das ist jetzt blöd. Okay, okay. Muss ich das jetzt nochmal machen oder kann ich jetzt einfach meinen Weg gehen und wir ignorieren das einfach? Ja, nochmal machen? Ja, kurz. Ja, aber das bringt ja. Also bringt ja nicht. Was passiert? Ich hab verkackt. Ach, by the way, ich habe mich vertan, Yuffie ist 16. Ja gut, 16 ist schon ein bisschen mehr an der Legalität dran, das ist schon gut. Also... Ja, weitermachen oder ja, neu laden? Early Bird Tickets für Weihnachten, sagt mir gerade Flixbus. Oh, die Begründung hilft mir auch. Entschuldigung. Wir haben Yuffie gejagt. Sehr nicht. War ich ja doch erstmal wieder. Wir haben Yuffie gesucht. Und es hat jetzt eine Weile gedauert. Ich glaube jetzt eine Stunde. Und ich habe es jetzt gefunden, aber ich habe verkackt, weil ich die falschen Antworten ausgesucht habe.
Nachdem ihr sie besiegt habt, findet ihr euch auf der Landschaft wieder. Benutzt auf keinen Fall den Speicherpunkt, da Yuffie euch sonst geklaut oder vorneut. Wenn ihr sie ansprecht, wird sie zu einem weiteren Kampf herausfordern. Merkt Yuffie, dass ihr kein Interesse habt. Weiter sagt ihr, dass ihr Angst vor Versteinern seid. Vor Angst wie versteinert. Und wenn Yuffie sich zum Gehen wendet, müsst ihr sie bitten, einen Moment zu warten. Yuffie wird klar fragen, ob er möchte, dass sie mitkommen. Er sagt, stimmt, und schon gehört Yuffie zu dem. Ja, gut. Also, falls es gleich nicht mehr klappt, ja, dann habe ich noch einen Spielstand ganz weit weg. Hier, so, hier, den da. Ich probiere es jetzt einfach nochmal, okay? Hey, ja, sie sehen nichts. Das Spiel funktioniert außerordentlich gut, ihr wisst das doch. OBS, würdest du es bitte capturen? Okay, es tut es schon. Sehr schön. Gut, wo habe ich zuletzt gespeichert? 9,39. 9,47. Ja gut, dann hier 9,39. Ich hab doch abgespeichert. Das ist ein Kackspiel. Du bist selber ein Kackspiel. Du weißt das nur nicht zu schätzen. Du hättest nicht laden müssen. Jetzt machen wir das. Ja, klar. Ich zieh das jetzt durch. Aber dafür setze ich noch ein bisschen was hinten dran wegen Story und so. Ich habe ja gesagt, ich hätte gerne noch ein bisschen Story heute hier drin. Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. Ich würde halt so lachen, wenn ich einfach durch die Textur durchlutschen würde. Einfach so, wupp. Tschüss, willkommen beim Erdkern. Können wir bitte einfach Yuffie treffen? Das wäre super. Würde mich sehr freuen. Aber es ist schon Freude in meinem Leben. Warum sollte ich? Oh. Ich kann sowieso keine Freude empfinden, solange meine Nase zu ist. Auch dringend Nasenspray. Ich habe keine Ahnung, wo ich meins hingeworfen habe. Muss ich erstmal wiederfinden. Ja. Kabumste weg, bitte. Zerstören. Meinetwegen kann es auch die Unmut-Attacke sein, hauptsache die Viecher sterben. So. Schneller. Schnee. So. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. So. Das Spiel ist so gemein, wisst ihr das? Sagst du immer was Falsches und dann sind die Leute schon direkt weg. Das ist viel zu sehr wie im Real Life. Immer noch nicht Yuffie, es sind schon wieder so zwei Pilzköpfe. So. Wunderbar. Jetzt hätte ich fast die Bot-Nachricht vorgelesen. Ups. Upsi. Upsi Daisy, I did it again. Nein! Das ist nicht das, was ich will. Ich will Adam und Eva Cosplays und Yuffie. Wieso kann sie eigentlich Raketen zaubern? Ist das normal? Sollte man Raketen zaubern können? Juju, Yuffie. Yuffie, Yuffie, Yuff. Juju, Yuffie. Yuffie, Yuffie, Yuff. Ah.
Ach ja. Aber wisst ihr, worauf ich stolz bin? Ich habe schon Musik für den Abspann, habe ich schon mal vorgeplant. Ich bin stolz auf mich. Ich habe mir das alles schon ausgesucht. Erst danach wird es weniger Probleme geben, als wie wenn ich das immer herauszögern muss, damit ich mir noch ein Lied aussuchen kann. Oder zwei. Ich bin stolz auf mich. Es wird langsam wird's. Cloud, bitte nicht sterben. Es ist jetzt echt ungünstig. Zeig doch mal ein bisschen Professionalität. So wie ich. Ja, Mutattack von mir aus. Schwusch. Ich hätte mal Bock, von einem Final Fantasy Charakter ein Porträt zu machen. Vielleicht setze ich mich mal da dran, wenn ich mit meinen Porträts gerade fertig bin. Achso, ich habe ja Discord mal angeschnitten, dass jetzt neulich mich ein Mädchen angesprochen hat in der Bahn und wir schreiben jetzt miteinander. Ist voll süß. Ist voll lieb. Viel zu lieb. Das macht mich ganz nervös, wie lieb die ist. Wir sind jetzt neue beste Freunde. ABFs und so. Boah. Ich will jetzt Yuffie haben. Ich will meine Zeit nicht verschwendet haben. Dafür ist es zu spät, Mel. Deine Zeit hast du schon verschwendet. Das ist mir egal. Ich will das jetzt zu Ende bringen. Und ein nettes Gimmick ist dazu noch, dass wir ja leveln, ne? Das ist ja schon nicht schlecht. Ich dachte, ich wäre deine beste Freundin. Ich hab's ja gerade erst kennengelernt. Wer weiß, ob wir wirklich ABFs werden hier. Also. So. Ich denke, ich werde sie mal auf meinem Surface zeichnen lassen. Also auf meinem Luder. Mein Surface heißt Luder. Oh. Nö. Nö. Everybody, yeah, rock your body, yeah. Wenn sie nicht überlebt, rutscht du in der Thronfolge vor. Wir müssen, meine Freundschaft muss erstmal Tribute von Panem gespielt werden hier. Die Aussage in der Natsche. Fröhliche Hungerspiele. Fun Fact, wir wollten bei unserer Abi-Feier, ihr kennt das ja mit dem Abi-Gag und so, wir wollten eigentlich Hungerspiele aufziehen und ich wollte mich eigentlich als, da ist sie! Ich wollte mich als Dings verkleiden, als, ich habe den Namen von ihr gerade nicht im Kopf, die Alte, die das immer so vorliest. Fröhliche Hungerspiele und den Kram, genau. Ey, meine Cuteness bombt alles weg. Indeed. Also ich meine, du hast, ganz ehrlich, du hast einen Sugar Daddy mehr als ich, ne? So, jetzt muss ich mal im Chat kurz hochscrollen, damit ich jetzt auch nichts verkacke. Muss sich auch gelohnt haben. Level 19, yeah. So. Mann, ich hab verloren, unmöglich. Oh nein, was soll ich denn tun? Upp. Kein Interesse. Willst du weglaufen? Bleib und kämpfe, habe ich gesagt. Wir sind wie versteinert. Genau wie ich gedacht habe. Was erwartest du anderes bei meinen Fähigkeiten? Ich wünsche euch viel Glück, wenn ihr euch stark genug fühlt. Tragen wir noch eine Runde aus. Bis dann. Ich gehe jetzt los. Das habe ich vor. Warte einen Moment. Was ist? Willst du noch was von mir? Also was ist es? Ich weiß, dass du meine Hilfe willst, weil ich so gut bin. Du willst, dass ich mit dir komme? Stimmt. Habe ich es mir noch gedacht. Du bringst mich in eine Zwickmühle.
Ach, was soll ich nur tun? So, Shio. Aber wenn du mich so sehr brauchst, kann ich aber schlecht ablehnen. Na gut, ich komm mit dir. Gut, wie heißt du? Ich heiße... Es ist wieder soweit. Lustiges Namenraten. Ja, wie nennen wir sie? Nennen wir sie Uffi? Ich bin für Uffi. Es ist... Also... Okay, warte, ich mach's. Ich mach's so, wie Ram das geschrieben hat. Uffi. So. Sehr groß, ey. Ja, so. Meine Damen und Herren, Uffi wurde geboren. Was redest du da? Du sollst zuerst gehen. Gut, dann vergiss es, ich komm nicht mit. Denk dran, wenn du mich verärgerst, wirst du dafür zahlen. Ey, mein Geld. Die hat mir noch mehr Geld geklaut. Das Luder. So ein Ofen. So, wir können weitergehen. Juhu. So, ich gehe gerade in die falsche Richtung. Die haben irgendwas von Norden gesagt. Aber ich glaube, ich gehe erstmal pennen. Ja, nee, warte. Erstmal speichern. Bevor ich irgendwas anderes tue, speichern. Level 19, ja. Ich hab das schon wieder versagt. Was? Also ist doch im Team, oder? Hä? Nein! Hä? Hä? Wie kann... Ich hab's doch gelesen. Ich hab's doch vorgelesen auch. Aber möchte, ob sie mitkommt. Er sagt, stimmt, und schon gehört Yuffie zum Team. Wenn Yuffie sie zum Gehen, müsst ihr sie bitten, einmal zu warten. Yuffie will klar, wenn er mitkommt. Er sagt, stimmt, da gehört Yuffie zum Team. Da. Achso. Benutzt auf keinen Fall den Speicher. Ja. Hä? Das stand da so. Das stand da gar nicht. Das. Oh Mann. Hat die mich noch mehr Geld erleichtert? Oh Mann, no. Jetzt hab ich... Och Mann. Oh. Dankeschön, aber ich bin... Alles gut, ich... Passiert, ich... Ich hab schlimme Schmerzen. Tut richtig weh. Aber da steht da so, müsste sie bitten, einen Moment zu warten, wie viele Klöpfer seine Stimme so zum Team. Warum ist die jetzt nicht da? Ich habe sie Uffi getauft. Ist doch scheiße. Bei X-Mail steht das genauso. Ich habe das genauso gemacht, wie es da stand. Mach dir nichts draus, ich habe jetzt eine Stunde den Guardskill versucht und nicht gebacken bekommen. Also, ich habe mal die einzigen Speedrun-Versuche, die ich jemals in meinem Leben unternommen habe, war Rayman 3. Und damit ein Trick geklappt hat, habe ich schon irgendwie auch sehr, sehr lange gebraucht. Einer der Gründe, warum ich definitiv nicht Speedrun werde. Yeah! Bevor ihr mir sagt, ja, du kannst es doch trotzdem versuchen, versuch es einfach nicht mit Glitches. Mit Glitches ist es aber viel lustiger. Ich finde das super spaßig. So. Gut, ich habe eine Stunde meiner wertvollen Lebenszeit verschwendet, Uffi zu kriegen. Wir schlafen. Mit Glitches ist es vom Gelb abhängig, ob es lustiger ist. Also ich finde es lustiger. Ja, Sekiro ab dafür melden. Nö. Es gibt für mich keine Speedrun-Karriere.
Auf dem Alcaramba werdet ihr mich nur als Host sehen oder Horst. Oder Horstesse, ist mir auch egal. Noch nicht. Ich werd mich nicht für Speedruns verkaufen. So. Gut, wir wurden von X-Mail verarscht. Ich will nicht, dass ihr mich dazu kriegt. Hört auf. Anti-Party geht. Nee, ich bin nicht. Nee. Ich habe schon einmal im Stream versucht, die Tricks zu zeigen, die man bei Rayman am Anfang macht. Ja, bin ich weit gekommen. Nein, ich will nicht Anti-Party spielen. Okay, ich kann nur in die eine Richtung laufen. Gut, dann laufen wir doch einfach diese Richtung. Da geht's nirgendwo. Nee, da kommt man so einen Cup. Genau, wo ist eigentlich dein Run, Chris? Was ist da los? Was macht man in Panty Party wohl für ein Cosplay? Lol, was ist das denn? Das ist ja witzig. Was bist du denn? Sei mein Freund. Oh, du bist aber ein witziger. So ein witziger Freund. Oh, ich mag ihn. Er sieht aus, als bräuchte er eine Umarmung. Oh, guck mal, der kann fliegen. Oh, wie witzig ist der denn? Oh, nicht so witzig. Doch nicht so witzig. Hä, was für ein Tentakelkross? Niemals. Töte ihn nicht, der will doch nur eine Umarmung. Oh. Haruka? Wer ist Haruka? Wo ist Haruka? Ah, warte. Nicht sagen. Haruka ist von, das, was Chris spielt. Wie heißt das nochmal? Mann. Oder? Oh, nochmal so. Guck mal, ich hab die Chance, alles wieder gut zu machen. Ich gebe ihm noch eine Umarmung. Panty Party, was? Es gibt eine Haruka im Panty Party. Ich dachte jetzt eher an Yakuza. Geht gerade nur um Panty Party. Okay. Nee, nicht von Yakuza. Okay. Gut, dann halte mich da wieder raus. Wie Miss. Oh, ich will nicht mal husten. Das macht keinen Spaß. Ja! Vielleicht werde ich ja offstream einfach mal ein bisschen leveln, weil dann habe ich überhaupt keine Probleme. Ich habe das Gefühl, das führt hier nirgendwo hin. Oh, ich kann den Chocobo holen. Oh, das wird nicht funktionieren. Ne, so funktioniert das nicht. In der Kuse Haruka Cosplay. Ich brauche Menschen, die schneidern können. Like now! Wirf Geld an den Bildschirm. Bevor du Geld an den Bildschirm schmeißt, frag doch erstmal deinen Sugar Daddy. Gut, das war die. Ich war auf dem Holzweg, aber wenn ich jetzt schon mal hier bin, kann ich mal einen Schokobo jagen. Bi. Oh, guck mal, Babys! Süß. Mag die. Erstmal vernichten. Lass mal ihre Art ausrotten spontan. Yay! Ich müsste gleich kurz eine Pinkelpause einlegen. Ich mache dann einfach
wieder ein bisschen dieselbe Musik an von vorhin und dann gehe ich ganz kurz auf Nase pudern. Geht auch ganz flott. Mach Schwul-TV oder so. Ja, ich dachte, wir schalten dann einfach in Dings. Dann kriegst du ja Verfärbung. Ah, guck mal. Dann können wir das Feature auch mal austesten. Ja, prima. Das bietet sich doch super an. So, dann schmeiße ich nochmal ein bisschen mehr Musik irgendwie hier rein. Dann fällt das auch gar nicht auf. Hier nochmal das da und... Das ist dann nochmal genau dasselbe von vorhin, aber was soll's. Was soll der Geiz? So. Spiel. Mach den Gegner noch fertig und dann ist mal kurz Nasebrüdernzeit. Oh. Gut. Zeit, um die Nase zu pudern. Ich sehe euch gleich. Soll ich die einfach bei Stuhl-TV lassen? Wir haben über diesen Fall noch nie geredet. Oder mache ich da einfach die Promo wieder an? So die Promo von morgen oder so. Oder Stuhl-TV in Ordnung. Muss erstmal mit Chef abklären hier. Wir haben keine Pause, mach Stuhl-TV. Okay, gut. Ihr dürft weiter dem schönen Klang von Tifa Steam lauschen. Ich bin dann, mach Momo auch mal. Ja, dann ist ja fair. Gut, dann sehen wir uns gleich. Sekündchen. Guten. Hat doch ein Sekündchen länger gedauert, weil ich gedacht habe, es wäre voll klug, wenn ich jetzt noch meine Wäsche schnell in den Trockner schmeiße, weil dann habe ich morgen auch was zum Anziehen. Stink. Und ich hoffe, ihr habt euch an dem Entchen erfreut, aber ich muss das Entchen jetzt leider wegnehmen. Das ist okay. Ich hatte hier noch so einen lustigen Karton stehen und da dachte ich, da passt das doch perfekt. Mensch. Okay. Jetzt sag mir nicht, ich wollte die Ente wieder haben. Nein, gar nicht, okay. So, das habe ich verpasst. Ja, aber wir machen das. Ich bin jetzt abgekommen. Was, die zwei Werbepausen, die wir gemacht haben, seitdem wir das Feature haben, bringt echt was. Echt? Krass. Nicht viel, aber ein bisschen schon. Cool. Nein, gar nicht. Lass das Entchen doch bei dir. Okay. Dann hole ich das Entchen wieder dazu. So. Das ist jetzt, das ist mein Spirit Animal nebenbei. Die Ente. Die Stoppente, um genau zu sein. Wir sind seelisch miteinander verbunden. Ah, ups. Jede Werbung bringt 3,5 Dollar? Was? Du hast gute Werbung verpasst. So, Schokobo fangen. Schokobo. Wieso krieg ich kein Schokobo mehr? Ich will einfach nur so schnell von A nach B kommen. Oh, es ist schon wieder so ein Hacken. Ich würde aber auch nicht schlecht Bauklötze staunen, wenn wir davon wirklich so viel Geld kriegen würden pro Pause. Das wäre ja was. Oh, das ging schnell. Supi. Ich hätte gerne einen Schokobo. Dankeschön. Und die Ente ist ja fast auch schon ein Schokobo, ne? Also wenn man mal ehrlich ist, ist schon nah dran. Meint ihr gut. Man sieht die ja so gar nicht. Ich hätte ja mal meinen Kopf gerade. So. Thank you.
So, saubere Beben. Blitz. Ach so, wollte schon sagen. Also, das wäre ja ein bisschen viel. So. Das funktioniert so nicht. So. Na. So. Soll ich meinen Kopf nur nicht mehr bewegen? Ich lese den Chat jetzt nur noch aus dem Augenwinkel. Es ist sowieso viel lustiger, wenn man gar nicht so genau liest, was da steht. Cloudy Boy braucht Heilung, dann kriegt er natürlich hier Heilung en masse. Alles für Cloudy Boy. Alles für unseren kleinen Emo. Emo, mo, 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 mo. Ich will doch nur ein Schokobo. Ist das so schwer? Ich hab's gecallt. Nein! Fuck! Abbruch! Abbruch! Ich habe mir selbst Gizza-Gemüse, das Gemüse zugeworfen. Hier könnte ihre Werbung laufen. Welch ein attraktives Angebot. Los, Tifa, friss Gemüse. So. Wieso halte ich mich immer mit so unnötigen Dingen auf? Wieso? Ich will das. Ich will das Schokobo haben. So. Das ist doch... Okay, ich gehe jetzt. Jetzt reicht's. Ich hab keine Lust mehr. Schokobo, du hast verkackt. Das lasse ich mir nicht bieten. Ich bin dafür, dass Square die Backers für das Final Fantasy VII Remake bezahlt. Ich finde auch, die sollten uns alle so eine Special Edition Box, First Class Soldier Box, ja, mit Figur spendieren. Bin ich voll für. Ich hätte gern so einen Boy in meinem Schrank. Ich sehe glücklich. Die 300-Dollar Box, genau. Einmal pro Kopf oder zumindest jeder, der es haben will. Den Rest können wir immer noch verlosen. Freut sich halt jemand anders drüber, was soll's. Was ist das? Einfach 20 Zuschauer. Ja, klar. Das passt auch. Wir finden schon Verwendung dafür, und wenn ich mir eine Wand damit tapeziere. Egal, wir können das. Wir sind die Buggers. Wir sind awesome. Ich hätte generell nichts dagegen, wenn uns mal außer KT, Kuwait Tecmo ein paar Publisher unterstützen. Boah! Wäre schon fresh. Ich möchte auch mal gesponsert werden. Ist das ein... eine Kanone. Ah ja! Okay. Sehr schön. Weitermachen. Dein Speedrun-Event Barkers GameStun Waffle? Nein. Da finde ich aber Ikarunba viel besser. Ja, wir sprechen von Speedrun-Event und ich finde Ikarunba ist super. Ich kann doch einfach so zocken. Da muss in die Kanone reinlaufen. Achso, ist das meine Aufgabe? In Kanonen reinlaufen? Klingt aber gefährlich. Sowas sollten Kinder nicht machen. So. Also vielleicht? Ah, hier! Ah! Ah, hier, okay. Was ist mit dieser Stadt passiert?
so heruntergekommen. Wow, welch seltener Besuch. Normalerweise kommt außer den Shinra-Leuten nie jemand in diese Stadt. Mel, Mel! Was? Machst du den Mauszeiger weg? Oh. Ups. Sorry. Ich hab den nicht gesehen. War nicht mit Absicht. So, jetzt können wir wieder reingehen. Das Ümchen läuft nochmal vorbei. Bleib mir hier. Hallo. Wenn du eine Waffe siehst, die du willst, solltest du sie lieber gleich kaufen. Mithril-Armband, gutes Metall. Sehr, sehr gut. Wer weiß denn schon, wann man die Dinger nochmal brauchen kann? Hallo Gnome, Hallöchen, wie geht's? Herzlich willkommen. Seit Shinra diese Stadt da oben gebaut hat während des Krieges, da gibt es keine Fische mehr im Wasser, es ist so verschmutzt. Hui, je. Ah, ich mag das nicht. Granaten sind immer noch OP. Ne, ich will an dem Opa vorbei. So. Speichern, speichern! Ich hab doch schon gespeichert draußen. Muss ich nochmal speichern? Hier nochmal sprechen. Hier, speichern. Ach ja, ich bin da ein bisschen erkältet. Aber das begünstigt meine Omi-Stimme. Ich mag die Spieleauswahl. Hihi. Ich bin nur einer der vielen Streamer hier, wie du es wahrscheinlich schon vor dem Titel gesagt hast. Ich weiß nicht, ob du hier die Leute schon kennst. Oder ob du neu bist. Ich bin nur ein kleiner Teil von der Gruppe hier. Bei dir lieber einmal mehr sprechen. True that. True that. Was ist das denn für ein Ort? Wer seid ihr? Wo kommt ihr her? Hast du einen Mann in deinem schwarzen Umhang gesehen? Ich habe so einen Typen noch nie gesehen. Schwarze Mäntel und Männer habe ich noch nie gesehen. Oh ja, finde ich cool, das Konzept. Kannst dich ja bei den Verantwortlichen dafür bedanken. Ich bin erst neu eingestellt worden, musst du wissen. Ich bin hier nur für Final Fantasy VII zuständig. Was ich übrigens noch nie gespielt habe, nur gesehen ungefähr. Und ich dachte, ich gucke mir das jetzt mal selber an. Und können wir mal darüber reden, wie geil detailliert das ist einfach? Oh, Kinderbett, ja. Yeah. Kann ich reinklettern. Was mich daran erinnert, ich sollte meine neuen Spiele eintragen. Noch. Was denn noch? Das ist Final Fantasy Freitag. Nächste Woche ist es dann Final Fantasy Dienstag oder so. Vielleicht Montag. Ich glaube, Montag gefällt mir. Aktuell noch nur FF7. Ach so. Ja, weiß ja nicht, was ich noch so machen könnte hier, ne? Wort für Seiken, denn Sensu 1 bis 3 von Mel. Ich habe das Gefühl, das ist ein schlechtes Spiel. Also ein Spiel, das mich frust wird. Hey, Herr Delfin! Yay! Ja! Wuhu! Ich heiße Brischela. Oh Gott. Habt ihr ReZero gesehen, den Anime? Da gibt es eine nette Lady, die heißt Priscilla. Die habe ich gecosplayt und seitdem heißt es, geht's in meinem Kopf nur noch so Godzilla-mäßig Priscilla! Oh, Dragon Quest, wundervoll. Ich habe die ersten paar Teile gespielt. Davon fand ich den zweiten oder dritten am besten. Aber am allerbesten hat mir dann doch, glaube ich, Teil 8 gefallen, die Reise des verwunschenen Königs. Und jetzt du! Wer seid ihr? G-
Gehört ihr zu Shinra? Nein, bleib ganz ruhig. So ist es. Ich glaub euch nicht. Verschwindet! Shrug. Klasse. Hey, schau dir das an! Oh. Vorsicht, Herr Delfin! Ich glaube, das Kind ist vergiftet. Halt, wir kommen! Dragon Quest 8 ist mein Lieblingsgame of all time. Spiele eigentlich nur deswegen auch die anderen Teile durch. Ah. Schwanz. Entschuldigung, das ist natürlich nicht lustig. Ah, ich bin 12. So, jetzt glaube ich, habe ich alle 9 Independents drin stehen. Wunderbar. Lange nicht mehr gemacht, das Command. Vielleicht kann man dem Vieh was klauen. Also Dragon Quest 8 war halt auch so, hat auch so einen Impact auf mich gehabt, dass ich gedacht habe, ich muss die anderen auch mal angucken, vor allem die älteren. Komischerweise hat mir. Oh nein, ich habe vergessen, die Dings auszurüsten. Fuck. Oh, Feuer 2! Geil! Woo! Direkt mal ausnutzen hier. Eins und zwei gingen schnell durchzuspielen, bin bei 3 schon sehr begeistert. 3 war das, wo man mit verschiedenen Rollen spielt. Ne? Einmal den Händler und einmal die Tänzerin und so. Bin nicht mehr sicher, welches das war, aber wenn es das war, war es das, was ich so geil fand. Oh, dunkle Geheimnisse, nice. Blitz. Mal einfach nochmal Heilung, kann ich schaden. Besonders unser Bubble Boy hier. Ja, genau, der hat mit so einem Jobsystem. Ja, das fand ich so gut. Ich weiß nicht, warum ich das gerade so gepackt hat, aber das so gut einfach. Oh, wir sind gewassert worden. Bin ich ganz nass. So. Entschuldigung. Ah, dieser Husten. Bam. Alles muss weg. Kann ja wahrscheinlich auch nicht angreifen. Also nehmen wir einfach mal Matratze auf. Hör doch auf, so ein Fleck. Oh. Ja. Das hat sich erledigt. Das war ja nicht so schwer. Tänzerin und Händler in FF3. Sicher, dass da nicht Octopath mitgemischt hat? Es war zumindest Square Enix. Ist Square Enix. Ich muss mal die Bots fertig machen, damit dein Stück im Kreisdiagramm größer wird. Yay! Das ist furchtbar. Sie ist doch nicht tot, oder? Priscilla! Ist der Opi oder die Omi? Nein, sie atmet nicht. Wieso kann die Musik denn so fröhlich sein dabei? Los, hilf ihr! Künstliche Beatmung sofort! Mund-zu-Mund-Beatmung? Cloud, was willst du tun? Aber das ist ein Mädchen. Das ist einfach so Mike einfach. Mike schläft bestimmt gerade, aber das ist einfach so Mike. Dann noch 9 Streams bis 1700. Ach schon, Cloud. Weißt du nicht wie? Komm her, ich zeig's dir. Na gut. Hol tief Luft und halte den Atem an. Dann blas Luft in sie hinein. Schnell, mach! Ist das das...
Taste? Ist das die Taste? Das ist die Taste, okay. Oh, es sind schon wieder Dinge passiert. Ja, da steht kein Name. Wieso steht da kein Name? Gnome, ich gehe mal davon aus, du hast gefollowed. Ich, muchas gracias. Herzlich willkommen. Gönn dir eine Waffel. So. Ups, wäre schon wieder zu schnell. Vielleicht. Du Schelm. Nice, Waffel. Yeah. Hier, ich hole ja noch Luft, alles gut. Kann ich auch noch eben hier Waffeln abschicken. Hier, gar kein Problem. Noch ein bisschen. Noch ein Stück. Ja. Atme, Mädchen, atme. Ja, ne? Waffel, Waffel. Und wir können sogar noch Headpads verteilen. Sind wir nicht großartig? Ah. Ich hab's geschafft. Hey, Priscilla, alles in Ordnung? Oh, Liebe ist mein Kind. Oh. Oder Liebe. Ja, Liebe geht auch. New. Hey, komm doch kurz rein. Ich hab gehört, was geschehen ist. Du hast so viel für Priscilla getan. Liebe! Ihr müsst müde sein. Zum Ausruhen benutzt die Betten. Danke, Omi. Kannst du uns auch was kochen? Oma, Essen ist gutes Essen. Macht es euch nur bequem. Also dafür, dass angeblich hier alles heruntergekommen sein soll, finde ich die Hütte echt schön. Rasten wir? Ja. Wir rasten. Der rastet, der rostet, aber in dem Fall ist es gut. Also rasten, nicht rosten. Da fällt mir ein. Du schon wieder? Wer bist du? Das wirst du bald herausfinden. Aber was wichtiger ist, vor 5 Jahren. Vor 5 Jahren? Nibelheim? Als ihr auf Mount Nibel wart, war Mel war Tifa eure Führerin, oder? Ja, das wunderte mich. Aber wo war Tifa sonst noch? Weiß nicht. War doch toll, dass ihr euch beide auf diese Weise wiedergesehen habt. Du hast recht. Warum konnten wir uns nicht allein sehen? Ich weiß nicht. Ich kann mich nicht genau erinnern. Warum frugst du Tifa nicht? Duden. Warum hast du Mel nicht gefragt? Tifa. Nun, frag sie! Hey, wach auf! Wach auf, Cloud! Frugst, oha. Ich frug mal Mel. Tifa, als Sephiroth und ich nach Nibelheim kam, warst du? Wir haben uns gesehen, oder? Seufz. Nein, das war vor 5 Jahren. Ich kann mich nicht erinnern. Da draußen geht was Seltsames ab, Cloud. Komm schnell! Oh Gott, geht's wirklich? Echt? Oh, lol. Gut, wieder was gelernt. Hey, Ömchen. Seit einigen Jahrzehnten höre ich von nichts anderem als Shinra. Ich vermisse die Zeiten, als wir über Fisch redeten. Ihr kennt Frugs ernsthaft nicht? Nö. Das ist doch im Wortgebrauch einfach nicht vorhanden, so. Also benutzt ja kein Schwein. Ich hab's noch nie hinterfrugt. Hey Leute, ihr seid ja auch da. Woo. Ich habe gehört, dass das Mädchen wieder bei Bewusstsein ist. Komm
Kommt es dir nicht etwas komisch vor? Es ist plötzlich so laut geworden. Da oben scheint was los zu sein. Miau, 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 miau. Ich spare mir jetzt die Zeit, um Red zu synchronisieren. Mach einfach nur noch miau. Nutzt da ab und an. Geht's dir etwas besser? Oh, danke für deine Hilfe. Entschuldige, ich dachte, du wärst einer von diesen Shinra. Schon in Ordnung. Ich gebe dir etwas Besonderes. Ein Schelm, wer Böses denkt. Ich gebe dir etwas Besonderes. Es ist ein Amulett. Pass gut darauf auf. Oh, ja. Hört ihr die Musik? Klingt wirklich anregend. Ich hab gehört, sie proben den Empfang des neuen Shinra-Präsidenten. Rufus? Ich muss noch meine Aufwartung machen. Oma und Opa haben mir erzählt, dass der Strand wunderschön war, als sie noch klein waren. Aber seit Shinra die Stadt oben gebaut hat, scheint keine Sonne mehr. Und das Wasser wurde dreckig. Ich bin mit solchen Geschichten aufgewachsen. Und ich hasse Shinra so sehr, dass ich sterben könnte. Glaubst du, dass Rufus den Ozean von hier aus überqueren will? Was? Heißt das, Sephiroth hat den Ozean bereits überquert? Miau, 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 miau. Wir müssen zur Stadt rauf. Vielleicht können wir in den Pfahl hochklettern? Nein, nein! Unter dem Turm... Red Tatin heißt eigentlich Nanaki. Nein, er heißt bei uns Garfi. Nächstes Minispiel einfach Insel drücken und nicht warten. Okay. Nein, nein! Unter dem Turm fließt Starkstrom. Kommt ihm nicht zu nahe. Das ist gefährlich. Aber es gibt da noch eine Möglichkeit. Wenn Herr Delfin dir hilft, folg mir. Hust, hust. Hochspannungsmast. Ich denke, dass Cloud sich am besten mit sowas auskennt. Ja, es ist besser, Cloud das zu überlassen. Miau, 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 miau. Hey, wartet mal. Oh, wie er stehen gelassen wird, einfach eiskalt. Ich würde mir den neuen Präsidenten von Shinra gerne mal genauer ansehen. Moment. Toter Delfin. Ja, wenn das nichts ist. Ich habe noch nie einen Delfin so springen sehen. Ziemlich cool, was? Wenn ich pfeife, springt der Delfin für mich. Hier, das ist für dich. Ein Geschenk? Was soll ich damit? Geh ins Wasser, pfeife und der Delfin wird dich auf die Stange katapultieren. Pfeifen und den Delfin rufen. Warum auf die Stange springen? Ist die Stange da oben? Wenn du richtig springst, kommst du bis an die Plattform. Viel Glück, Cloud. Wenn du es schaffst, komm mir nach. Ich hätte das PAS für dich. Es darf ja nichts nass werden. Ja, klar, komm. Was passiert? Oh. Oh, lol. Okay. Ah, okay. Das heißt also Hochspannung. Ich möchte bitte wieder ins Wasser. Ja. Hat man jetzt nur Yuffie? War da nicht da gewesen? Nee, ich hab's verkackt. Ui. Oh. Au. Das ist doch nicht wahr. Ah, das war so knapp. Oh, okay. Geschafft. Oh, Zwischensequenz. Zwischensequenz. Ah, oh mein Gott. Ein Luftschifferino. Oh, okay. Ja, ich hab zwei Versuche gehabt. Die haben jeweils... Es hat über eine Stunde gedauert. Dann habe ich sie gehabt. Aber ich habe die falschen Antworten gegeben. Und zweimal. Sie heißt jetzt Uffi.
Ah. Das Minispiel ist kacke jetzt. Wenn es das ist, was ich denke. Ja, so kann man es auch machen, Müll. Niemand ist gut. Das ist professionell gelöst. Der neue Präsident, er ist hier. Schnell, schnell. Hey ho, hey ho, hey ho. Hey, bist du immer noch angezogen? Komm her. Hey, Rekord, du kannst mich nicht hören. Komm, kannst du mich jetzt... Hier, geh in das Zimmer. Aber ich wollte doch in das Zimmer gehen. Hä? Steuerung macht es mir unmöglich, die Dinge zu tun, die man von mir verlangt. Ach so. Und ja, versuch mal, die beiden Max-Punkte zu bekommen. Ja, das ist aber schwierig, wenn ich noch nicht weiß, welche Tasten ich drücken muss. Heute ist der große Tag, an dem wir Präsident Rufus begrüßen. Beeil dich beim Umziehen. Es ist eine Shinra-Uniform. Umziehen. Ach, das ruft Erinnerungen wach. Hör auf zu quatschen, beeil dich. Das tut okay. Ich war so stolz, als ich sie zum ersten Mal anzog. Wann war das bloß, als ich begann, dieses Ding zu hassen? Nein, sie steht dir sehr gut. Du erinnerst dich noch an die Begrüßungszeremonie? Nö. Ich sehe es dir an, dass du es vergessen hast. Also, ich zeig's dir nochmal. Mach einfach, was ich tue. Commander, wir helfen mit. So wird das gemacht. Ich singe dazu. In Ordnung, zeigt sie. Zuerst der Marsch für die Begrüßungsparade. Beweg dich im Takt. Ruhe. Ah. Ah. Okay, aufgepasst. 2, 3. Und Marsch. Wenn alle im Gleichschritt sind, schultere das Gewehr. Nicht ganz. Um das Gewehr zu schultern, drücke okay. Okay. Oh Gott, ich habe nicht das Gefühl, dass das klappt. Oh Gott, oh Gott, oh Scheiße. Oh Gott. Es wird nicht funktionieren. Ich muss einfach nur okay drücken. Ich habe das Gefühl, das wird nichts. Das ist auch ein super ätzendes Minigame einfach. Hallo, Tama. Na, alles gut? Wie geht's dir, Honey? Minigame ist eigentlich ganz geil, naja. Naja. Ist hier lang? Du musst also einfach nur eine Taste drücken, ja? Es ist eine sehr große Kanone, wie die in meiner Hose. Oh nein, niemand da! Zu spät? Rekord, was soll das? Commander, wir nehmen eine Abkürzung. Okay, gute Idee. Komm her. Das ist noch leicht, bei Rufus ist es schon etwas schwerer. In Ordnung, du zuerst. Oh, okay, okay. Gut. Einstieg, gute Leib. Yeah. Diese Parade wird von Shinra TV weltweit ausgestrahlt. Wenn du schlecht bist, fällt es auf die ganze Armee von Yudon zurück. Denk dran und bau keinen Mist.
Spring rein, wenn ich dir das Zeichen gebe. Schleich dich einfach von hinten an, bring die Reihe nicht durcheinander. Aber egal, was du machst, versuch nicht von vorne hinzugehen. In Ordnung, marschier los. Hätte ich gehen sollen? Los! No. Hey Dragon. Wir sind im Keller, bin ich gefeuert? Du bist gefeuert! Schick diesen Soldaten eine Bombe! Oh, ich hab eine Granate geschenkt bekommen. Entschuldigung, wir sind gar nicht richtig drauf vorbereitet. Das ist unfair. Ich möchte dieses To Be Emote. Gut, wir haben es geschafft. Oh, Präsident Rufus. Oh, nee, der hat eine eklige Stimme gekriegt. Los, antreten und Mund halten. Nicht rühren. Warte, nein, der hat irgendwie eine komische Stimme von mir gekriegt, ne? Ich weiß nicht mehr. Wie läuft's hier? Was ist mit dem Luftschiff passiert? Das Im Speedrun rennt man irgendwo in die hintere Reihe und spammt den entsprechenden Knopf. Das funktioniert, das ist das Schlimmste daran, oh. Hab ich das nochmal gemacht? Das Interkontinental Luftschiff ist noch in Erwartung. Dürfte in 3 Tagen bereitstehen. Auch die Gelnika der Luftwaffe? Ja! Hör auf mit diesem idiotischen Pferdelachen. Die Dinge haben sich geändert, seit Vater tot ist. Au. Oh. Und das Schiff? Ja, Sir, jederzeit bereit. Kletter, kletter. Ja, ha, 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 ha. Ja, ha, ha, ha. Der hat auf Cloud eingeboxt. Achso, weil ich die Quoten vielleicht in den Dreh gezogen habe. Du tust mir leid. Es sind schon wieder Dinge passiert. Ah! Guno Meiji, danke schön für den Follow. Herzlich willkommen bei der Bagger Crew. Ich hoffe, du hast den Monolog eben mitgekriegt. Ich bin nicht die einzige schnieke Person, die hier streamt. Ich bin die Mel. Und wenn du runterscrollst, findest du in der Infoleiste noch die ganzen anderen coolen Leute, die hier streamen. Aber erstmal herzlich willkommen dabei. Ich will hier keinen Info-Überschwall produzieren. Der Mann im schwarzen Umhang streift durch die Stadt, aber wir können ihn nicht finden. Der Mann im schwarzen Umhang? Er ist vor 2 oder 3 Tagen aufgetaucht und tötete einige unserer Soldaten. Danach ist er sofort verschwunden. Es geht das Gerücht um, dass es Sephiroth war. Achtung! Wegtreten! Nightbot, hallo? Guno Meiji ist gefolgt. Hey, hey, du! Legst du dich mit der Armee an? Wen interessiert sie? Wen stört's? Macht das einen Unterschied? Ja, ich habe Angst, Entscheidungen zu treffen. Das macht mir Angst. Ach, das Command gibt's hier. Ach, das Bakaku-Command gibt's nur bei mir, ne? Oh. Ups. Ich hab das so für selbstverständlich genommen. Und Momo. Ach, komm, ihn interessiert's. Fauler Sack, keine Pause. Komm hier rüber. Willst du das Militär wohl verarschen? Der nächste Tagesbefehl Präsident Rufus am Dock verabschieden. Werd dich drillen, bis es sitzt. Ich werde helfen, Sir. Ich auch, Sir. Abschiedsformation, Abschiedsformation. Merkt euch das gut.
Fertig. Oh, lol. Nein. Das wird nix. Man ist also gleichzeitig in der Crew und auch ein Streamer-Freund. Ja, ich war halt zuerst Streamer-Freund, bevor ich in der Crew war. Verrückt, ne? Diese tollen Beschreibungen für die Knöpfe, wenn man der PC was in frei belegen kann. Ja. Juhu. Ja. Knöpfe. Ohne Scheiß, ich hab keine Ahnung, was ich tue. Komm. Hilfe. Bin zu doof dafür. Zeig mir deine beste Pose. Das ist fantastisch. In Ordnung, das ist unsere spezielle Formation für heute. Übt sie. Ja, Sir. Okay, wir treffen uns am Block. Komm nicht zu spät. Achtung, wegtreten. Ich hab keine Ahnung, was ich tue. Das wird ein Megaflop. Ein Megaflop, Flop. Flop, Flop. Gibt's hier irgendwelche Items, die ich finden kann? Das wäre super Knorke. Fahrstuhl. Ich gehe einfach nicht hin. Tschüss. Kaution. Die wollen mir auch noch Geld klauen hier, was ist das denn? Juhu. Ah, oh. Ich gehe wieder zurück. Kann ja auch gar nicht durch. Ah doch. Was? Schicht noch nicht angefangen. Immer mit der Ruhe. Ach ja. Tschüss. Ich wusste nicht, dass du überhaupt ein Fahrstuhl ist. Ja, siehst du mal. Ich habe einen Fahrstuhl gefunden. Der verlangt Geld von dir, also pass auf. Benja hat mich ignoriert. Oh. Du Armer. Schwupp. So, irgendwie. Keine Ahnung, wir rocken das jetzt. Ich weiß ja, wie das geht hier. Yeah, die Turks sind wieder da. Turks, die Turks. Turkelten. Düm, 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 düm. Kotzt der da eigentlich oder was ist da los? Kann ich da hinterhergehen? Hammer. Hammer! Ich kann hinter. Oh Leute. Oh Gott. Was ist er? Hey du, unsere Waffen sind die besten. Jaha. Ja, haha. Tschüss, war nett. Dum, 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 dum. Ja, wo geht's denn hier weiter? Randos. Ich muss noch hier eine Parade verkacken. Oh, was bist du? Was ist los? Der Aufzug ist wegen deiner Inspektion zurzeit außer Betrieb. Weißt du, direkt unter uns befinden sich ein U-Boot-Dock und der Unterwasser-Makroreaktor. Aha, gut zu wissen. Da wollte ich aber eigentlich gar nicht hin. Das ist ein Knopf, kann ich den drücken? Nein. Drücke gerne Knöpfe auf Verdacht. Langsam bin ich müde. Ich muss gleich noch duschen. Ah, wir kommen zu spät. Es ist Zeit.
Hab 8. Ich hab 8. Schneid mir 2 zu 1 aus Papier. Präsident Rufus ist eingetroffen. Jo. Jetzt wird's ernst. Abschiedsformation. 2, 3. Rechts, dreh dich doch, Junge. Menü. Die richtige Richtung wie die auch. Ah, nein! Spezial! Juhu! Rufus hat 60 Laune! Ich bin auch verwirrt. Ich bin viel verwirrter als du. Sehr unterhaltsam. Achso. Sehr unterhaltsam. Weiter so. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Nehmt eine Prämie für euch. Ihr Zeichen der Güte des Präsidenten. Vergesst es nicht. Extra. Okay. Bin ready. Cool. Das macht mich dann doch sehr glücklich. Wenn es bekannt wird, dass Sephiroth hier ist, werden Cloud und seine Freunde auch bald hier aufkreuzen. Wir zermalmen sie, wenn wir sie finden. Sie dürfen uns nicht in die Quere kommen. Überlassen Sie das mir, Sir. Habe ich dir nicht gesagt, mit dieser blöden Lache aufzuhören? Jo. Mein Jo. Ich hoffe, du hast das nein, habe ich nicht. Ach, das Easter Egg? Achso, du meinst, das Red da stand? Das ist Nanaki. Wenn Rufus wüsste, dass Cloud bereits vor ihm steht. Also. Achten viele nicht drauf. Ich habe es in meiner Panik so ein bisschen nebenbei bemerkt. Okay, wegtreten. Falsche Richtung. Hallo? Heidegger ist in letzter Zeit ziemlich gereizt. Ui, soll sein Rücktrittsschreiben geschrieben und verschwunden sein. Heidegger wurde beauftragt, eine Suchaktion einzuleiten. Hört ihr schlecht? Ich sagte wegtreten! Hast du Matrosen im Barett vorhin gesehen? Matrosenbarett habe ich nicht gesehen, ne? Ein bisschen noch aufräumen, beeil dich. Okay. Bin noch da? Geh einfach mal jetzt in den Laderaum. Was soll schon passieren? Der Seeweg geht zum anderen Kontinenten. Eingehüllt in Shinra-Uniform. Juhu! Als ihr unten lang gerannt seid, auf dem Weg zu Rufus, ist er ganz vorne gerannt. Ah, das war dieser riesig breite. Ich habe mich schon gewundert, was ist denn das für ein riesig breiter Matrose? Was ist denn da los? Oh, Materia. Alle. Yay. Wenn ich schon mal dabei bin hier. Klinge. Ich arbeite schon verdammt hart. Du willst, dass ich noch mehr tue? Der neue Präsident ist vermutlich auch nicht anders. Der wird uns eh nur rumkommandieren. Komm ich da dran? So. Äther!
Ich bin's, Aerith. Hey Cloud, hast du das Luftschiff von Yulon gesehen? Ich wusste, dass es groß ist, aber ich dachte nicht, dass es so groß sein würde. Das ist echt dein Ding. Ob ich da mal mitfliegen kann? Ich nehme dich mal irgendwann mit. Warte mal ab. Wow, ich freue mich richtig drauf. Ey, mach dich an die Arbeit. Sowohl der neue Präsident Rufus als auch Heidegger sind an Bord des Schiffs. Wenn wir gut sind, werden wir befördert. Okay. Yep, Auge für Details. Dip, dip, dip. Jawohl, Sir, alles ruhig, Sir. Aber weißt du, ich hasse diese Uniform. Uniform, Soldatenkrieg, ich hasse das alles. Sie nehmen dir alles. Und Menschen, die du liebst. Ich wünschte, sie würden alle verschwinden. Nicht wahr, Cloud? Ja. Genau. Ah, jawohl, Sir. Ich werde weiter am Ball bleiben, Sir. Interessant, wenn ich hier rüber chatten kann, Chatterino. Mach mal das Ratspiel, bevor du einen ansprichst, zu raten, wer ist. Ach so. Ach so. Mel haben wir gesehen. Tifa haben wir gesehen. Aerith haben wir gesehen. Das heißt, Yuffie wäre wahrscheinlich im Laderaum gewesen, wenn ich mich recht erinnere. Das heißt, es fehlen noch Barret und Nanaki. So, das ist keiner davon. Hey, was los, Mann? Das ist echt kein Pep. Mein Seemann muss Pep haben. Irgendwas fehlt. Was meinst du mit fehlt? Oh, nett, aber nein, danke. Ich habe so das Gefühl, das könnte hier unser Freund Red sein. Bin mir aber nicht sicher. Oh Mann, wir haben es fast bis Costa del Sol geschafft. Wenn ich dort ankomme, nehme ich mir meinen wohlverdienten Urlaub. Vielleicht gehe ich runter an den Strand und lege mir etwas Farbe zu. So, bevor ich jetzt speichern gehe und ausmache, gucken wir ja sonst mal hier. Ich bin's. Garfield. Ich schwanke zwar hin und her, aber bemerken wird's niemand. Menschen schauen eben nur auf das Äußere. Allein durch diese Uniform habe ich doch schon einen prächtigen gebe ich doch schon einen prächtigen Menschen ab. Total. Sehr prächtiger Mensch. Geil, Twitch-Seite mehrfach reload, da geht's nicht. Hier geht's jetzt, wow. Gut, dann würde ich sagen, wir speichern mal. Und dann mache ich auch heute langsam mal Schluss. Es ist schon fast 10:30 und ich wollte noch in die Dusche hüpfen und ein paar Sachen für morgen einpacken. Dann bin ich auch schon mal ready to go. Nein! Was? Als ob ihr jetzt gerade wirklich so Bock habt, das Spiel zu sehen, Leute. Was ist denn mal los? Was seid ihr so motiviert? Duschen wird überbewertet, aber... Nein, ich mag Duschen. Duschen macht Spaß. Wofür recht hat? Liebe Final Fantasy 7. Nein. Ach Leute. Seid so süß, hört auf. Das ist nicht fair. Duschen ist ungesund. Nein, Duschen ist super gesund. Und danach riecht man wie ein Regenbogenpups. Mach nur bis Costa del Sol. Okay, darauf kann ich mich einigen. Wir machen nur bis Costa del Sol. Dafür macht die Haut dünn. Und blass. Seht mich an, ich bin blass, weil ich so gern dusche. Na gut, bis Costa del Sol. Yay! Yeah. Wir machen noch bis Costa del Sol. Was muss ich denn dafür alles noch machen? Ich habe jetzt alle gefunden. Gut verhandelt. Weißt zwar nicht, was ich davon habe, dass ich jetzt noch bis Costa del Sol spiele, aber es ist total gut Verhandlung. Hm? Mega gut. Krieg dafür zwar nichts, aber was soll's. Oh, hey, Matrose. Warte, den kenne ich schon. Mit dem habe ich schon geredet. Komme ich da lang? Nee, ne? Versuch bloß nicht, mich aufzuhalten. Der neue Präsident wird sehen, was ich leiste. Okay, okay. Mach dich an die Arbeit, blablabla. Muss doch einen Charakter finden. Ja, Barret, aber... Ja, der ist doch wohl auffällig. Du hast die Kompanie ein paar wundervoll charmanten Menschen.
Ach ja. Ich wüsste nur gern, wer diese charmanten Menschen sind. Hahaha. Entschuldigung. War ein Witz natürlich. Ihr seid wundervoll. Ich bin ja nicht umsonst freiwillig hier Streamer geworden. Ich wurde ja nicht gezwungen oder so. Muss doch hier noch irgendwo lang gehen. Ah, warte. Ja, ja, ich weiß, es ist gar nicht so einfach, ich weiß. Sieht aber aus wie eine Leiter hier. Kannst du mal vorbei watscheln? Ich muss doch CD1 beenden. Excuse me? Da müsst ihr mir aber langsam mal irgendwie was bieten. Hier so ein Cosplay oder so. Nein, ist das nicht. Okay. Gehen Sie. Bitte gehen Sie. Okay. Vielleicht ein besonders muskulöses Paar Kisten unter Deck. Wenn wir bei CD1 sind, können wir auch noch gleich CD2 machen. Oh, Leute. Ich muss das Projekt hier noch strecken bis zum Remake, okay? Also, bleiben Sie mal entspannt. Cloud, hast du Barrett gesehen? Aber er stellt keinen Blödsinn an. Also wenn sie sagt, er stellt keinen Blödsinn an, dann wird er Blödsinn anstellen. Aber wo stellt ein Barrett denn Blödsinn an? Wenn sie ihn nicht gesehen hat, dann ist er vielleicht oben. Vielleicht gibt Tifa mehr einen Tipp. Und dann CD3. Und dann spielen wir doch direkt hinterher gleich nochmal. Auf 100%, also, aber dann auf 100%, dann machen wir direkt alles richtig. Und dann können wir auch schon das Remake spielen. Jawohl, Sir. Ich werde weiter am Ball bleiben, Sir. Hehehe. Okay. Ich dachte irgendwie... Du hast es erfasst, Mel. Aber ich spiele nicht das Remake, das macht Momo. Das ist Momo vorbehalten, liebe Leute. Ich bin müde. Dagegen habe ich ein Mittel. Alpha Plus, ein super Getränk für Seemänner. Ein Becher und du bist wieder munter. Zahle 250 Gil. Nö, danke. Seemänner sollten nicht so geizig sein. Lass mich in Ruhe. Lauf mal vorne rum. Das Remake spielst du dann bei dir im Stream. Ich sehe das noch nicht, Leute. Ah, oh, ach, jetzt kann ich... Ach so. Der hat... Ah. Okay, der hat endlich Platz gemacht. Schau, Cloud. Das sind Rufus und Heidegger. Sie sind so nah und doch können wir nichts machen. Kann er nur so lachen. Deswegen sind Bix, Wedge und Jesse... Nein, ich halte das nicht mehr aus. Ich mache sie kalt auf der Stelle. Notfall, Alarm. Es wurde eine verdächtige Person an Bord gesichtet. Verfügbares Personal das Schiff durchsuchen. Bei Festnahme sofort Bericht erstatten. Ich wiederhole. Es wurde eine verdächtige Person an Bord gesichtet. Verfügbares Personal das Schiff durchsuchen. Bei Festnahme sofort Bericht erstatten. Verdammt, haben sie uns entdeckt? Nein, uns beide wohl nicht. Denn vielleicht die von die anderen. Meinetwegen auch Dragon Quest spielen. Also ich würde gerne vielleicht nochmal 8 in Stream spielen. Was ich aber ein bisschen schade finde, ist halt die... Also Dragon Quest 8 ist halt in der 3DS-Version so viel besser zu spielen, weil du die Monster halt sehen kannst. Das macht es halt wesentlich angenehmer auch beim Leveln. Und ich glaube beim Stream ist halt so ein Easy-Leveln-Gedöns ein bisschen angenehmer. Unpopular Opinion. Oh, bin gar nicht spät. Hey, Tim! Na du, ist fresh. Alles in Ordnung, alles klar? Mhm. Es sind alle da, oder? Einen Moment. Das heißt, dass diese verdächtige Person... Sephiroth! Wirklich? Was soll ich das wissen? Ich hätte gerne die 3DS-Version mit dem Soundtrack von der PS2-Version auf der Nintendo Switch. Dann wäre ich glücklich. Boah, ja. Das wäre perfekt. Das wäre richtig gut. Aber das wird nicht passieren. Lass es uns herausfinden. Das ist doch das Naheliegende. Also, wer geht? Oh, ja,
die anderen sind ja ein bisschen unterlevelt. Also es wäre eine Schande, wenn wir umkommen würden. Firot, na dann los. Los geht's. Hui. Man kann Dragon Quest 8 Teil pfeifen, dann kommen direkt Monster. Ja, aber du kannst halt dir nicht aussuchen, was für Monster kommen. Und bei der DS-Version kannst du halt direkt zwei Schritte nach links gehen, dann gehst du wieder nach rechts und dann spawnen neue Monster. Und so kommst du halt bei der Metallschleimfarmung halt viel schneller voran. Oder Flüssigmetallschleim oder welchen Schleim auch immer du gerade jagst, wenn egal wo du bist. Im Schloss Trodane war es der Flüssigschleim. In der dunklen Abtei war es der kleine Metallschleim. Ihr wisst schon. Der Maschinenraum. Verdächtig aussehender Typ. Nein, nicht möglich. Er ist kein Mensch. Er ist kein Mensch. Oh, Herzschlag. Dumm, dumm. Bevor ich hier irgendwas mache, ich will ein Tu. Wo bleibt denn der Spaß in der Sache? Es ist halt ein bisschen komfortabler. Die Drachenhöhle Metall Kingslands, genau. Oder ganz viel später, wenn man hier an die Dings kommt. Ja, wenn man bis Level 99 grind, macht es echt keinen Spaß mehr. Ja, dann sowieso nicht. Aber das macht den Verlauf halt einfach flüssiger und du hast halt beim Nachtrainieren halt einfach weniger Stress. Was ist bei euch los? So. Ah ja, im Postgame. Ja. Sehr gut. Oben looten, gut zuerst gut gemacht. Ja, ich habe was gut gemacht. Patscherchen für Patrick. Oh. Ich glaube, Mike ist wirklich eingeschlafen. Du bist im Weg. Windklinge. Sag mir bloß. Nö. Die Windklinge. Ah, okay. Alles gut. Gut. Ich bin gerade im 11. Teil von Dragon Quest The Fall zum Neffen für den letzten Boss. Ah, der ist aber auch happig. Also ich mochte Dragon Quest 11 echt gerne, aber ich wollte es nicht selber spielen. Kennt ihr das, wenn ihr so ein Spiel habt, was ihr mögt, aber ihr wollt es irgendwie nicht selber spielen? Ich weiß nicht. Ich wollte es einfach nicht spielen. Ich habe es mir gerne angeguckt, aber selber spielen, ey. Vielleicht hole ich das nochmal irgendwann für die Switch nach oder so. Wenn ich dann mal eine eigene habe oder so. Okay. Hä, was? Wieso klappt das nicht? Den allerletzten nach der Zeit. Ah ja. Dragon Quest 11 ist schon ein sehr solides Spiel, finde ich. Ist es ja auch. Also mit all seinen Features und allem, was es zu bieten hat, ist es echt ein großartiges Spiel. Und vor allem halt mit den Plot-Twists auch so. Ich hätte ja niemals gedacht, dass es mit der Zeitreise oder so noch kommt. Oder die Möglichkeiten, die das halt so einherbringt. Ne? Das ist schon... Ist schon sehr geil. Oh! Und alle plus eins. Yeah! Ich wusste nicht, dass Materia-Leveln so anstrengend ist. Das geht so easy peasy lemon squeezy. So. Das ist wie bei Dragon Quest 8 mit dem ersten Antagonisten. Ich hab den Twist als Kind geliebt. Ich auch. So gut einfach. Cloudy Boy, großartiger Name. Du wirst dich freuen. Erst Cloudy Boy, Mel, Mr. T, dann haben wir noch die Katze Garfield und Uffi und Eris mit Ehre genommen und so. Ich hab's als Kind gehasst, das Spiel. Echt? Krass. Firat? Fump.
Be dead. Nein, nicht Sephiroth. Nach langer Ruhe ist die Zeit gekommen. Cloud, da! Ah, guck mal, da ist er doch. Sephiroth, du lebst! Wer bist du? Du erinnerst dich nicht an mich? Ich bin Cloud. Cloud. Sephiroth, was denkst du? Was hast du vor? Die Zeit ist reif. Yeah! Mag das total. Oh, der hat Stopp auf Barrett gewirkt. Das passiert. Typisch, kaum stirbt man, verschwindet man innerhalb von 3 Sekunden. Der ist halt Despo und Decane. Ganz, ganz classic. Pump? Oh, oh, lol. Oh, das ist ja ätzend. Das hat wehgetan, du Arsch. Aua. Ah, verdammt. Tut mir leid. Ich schäme mich dafür, dass ich immer so doof lache bei den Attackentiteln, okay? Ich meine das nicht so, aber es ist... Entschuldigung, ich bin halt noch 12. Das ist halt auch stumpf einfach. Wer nennt denn eine Attacke so? Das ist doch dämlich. Oh, Doppellaser, yeah. Ich atme die Musik, denn das ist Veritalin. DK ist zurück mit wunderschönen Melodien. Die Kalotte klappt und sie... Oh Gott. Und sie fangen an zu streamen. 12 mal 2. Sind wir doch alle irgendwo. Der Übersetzer hatte Spaß. Bestimmt. Ich hätte ja Glück haben können. Das war nicht so mächtig, wie ich es mir erhofft hatte. Bam, bam, bam. Hier, wir probieren mal Feuer 2. Nix, stopp. Oh, na gut. Auf ihn ist okay. I guess. Wusch. Wusch, wusch, wusch. Hat Feuer 2 jetzt viel gebracht? Ich glaube schon. Achso. Ich vergesse immer, dass ich die ganze Zeit weiter angreife. Entschuldigung. Ah, ist ja schon fertig. Ja, halb so wild hier. Für einen Profi wie mich ist das natürlich kein Problem. Yeah. Ich wundere mich immer noch, wie die von Cross Slash auf Querhit kam. Oder in der PS1-Version auf Kreuzschlag, wenn ich mich richtig erinnere. Die Übersetzung ist halt kreuz und quer, verdummts. Ich habe einen weißen Umhang gefunden. Profi. Profis am Werk. Ach, Materie. Ach, guck mal, da zuckt noch so ein Fingerchen. Ist das nicht... Genova. Der Arm von Genova. Genova. Er hat dieses Ding mit sich rumgetragen? Also war es Sephiroth. Sagt dir die Zeit, dass du... Er sagte, die Zeit ist reif. Die Zeit ist reif? Ich bin so verwirrt. Cloud, erklär uns, was hier bisher passiert ist. Ich werde es versuchen. Aber bitte keine Unterbrechung. Sephiroth zog los, um das verheißene Land zu finden, um Herrscher des Planeten zu werden. Das war vor 5 Jahren. Dann kam Sephiroth zurück und tötete Präsident Shinra. Und gerade eben haben wir alle Sephiroth gesehen. Er hatte Genova bei sich. Logisch klingt, er will ja mit seiner Mutter Genova ins verheißene Land. Ich denke, das ist alles. Und er hat sie zerstückelt, damit er ihr so ein Viecher spawnen kann. Mäh, call mal Chris aus, er reagiert nicht auf mich in Discord. Chris, outcall! Kakegurui Masho!
Wir legen in 5 Minuten in Costa del Sol an. Bereit zum Festmachen. Wir sollten uns irgendwo verstecken. Aufsammeln. Ifrit! Ifritte! Hab ich nicht... Doof Frage, hab ich nicht... Hätte ich jetzt Shiva ausgerüstet? Hab ich wohl doch nicht. Ich habe mich bei dem hohen Japanisch jetzt literally verschluckt. Danke dafür. Entschuldigung. Rott lebt. Weißen Land existiert wirklich? Es ist halt so, das ist halt so ein Ding, was Chris triggert. Deswegen dachte ich, ich probier's mal. Vielleicht plant er Chris schon am Aikaranba. Boah, ich muss dringend duschen. Kann mich selber riechen. Chris ist im Büro eingeschlafen, das glaube ich nicht. Ich glaube, der ist eher busy mit irgendwelche Sachen am Tüfteln. Ja, wir haben Costa del Sol erreicht und das noch vor 23 Uhr. Verdammt, echt heiß hier. Aber ich fühle mich besser, weil ich jetzt von dieser Matrosenkluft verabschieden kann. Hört mal her, seht zu, dass ihr euch unter das Volk mischt. Ah, schade. Barrett sah so süß aus. In Matrosenkluft. Was meinst du mit süß? Finde ich auch. Barrett benutzt dich doch als Pyjama. Oder Cloud? Kann sein. Ah, du sahst aus wie ein Bär-Marshmallow-Kostüm. Zum Teufel! Ich bleib bei meinen Klamotten. Also als Maul. Miau, miau. Miau, miau, miau. Miau, miau, miau. In Ordnung, wir machen eine Pause, bevor wir weitergehen. Geht nicht zu weit weg. Meine Mähne. Miau, miau. Miau, miau, miau. Busy mit Schlafen? Nee. Busy mit Business-Sachen. Vielleicht sollte ich mich in die Sonne legen. Was gefällt dir besser, Cloud? Ich mag Hellout. Okay, ich denk dran. Du altes Luder. Flap, 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 flap. Ich hab Bock auf Burger King Burger. Tama hat mich jetzt daran erinnert, dass das letzte Mal, als wir zusammen waren, haben wir zusammen Burger King Burger gegessen. Das war lecker. Ich hätte Bock auf Burger King Burger. Oder doch eingeschlafen. Möglich ist der Mann. Ja, doch, aber. Ne? Das war vielleicht eine Bootsfahrt. Gute Arbeit von allen. Ja, ha, 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 ha. Ja, ja. Beeil dich damit. Ja, Sir. Guck mal, wie sie da hinten den Helikopter anbeten. Heil, Helikopter. Heil, Helikopter. Heil, Helikopter. Ich hab gehört, Sephiroth war an Bord. Ja. Und es scheint Cloud und die anderen waren auch an Bord. Ja. Sie sind uns alle durch die Lappen gegangen. Diesmal hast du es wirklich großartig vermasselt. Hallo Mossi. Hallo. Geht's? Dein Glück hatte heute keinen Burger, also gibt's nichts, was ich dir verraten darf. Okay. Hi, Digga. Ich bin sehr beschämt. Ist das alles? Einsilbige Antworten geben und für alles entschuldigen? Fertig, Sir, Abfahrt, Sir. Tu was. Ich will Resultate sehen. Ich habe es vorhin gepennt, man kennt es. Ah, oh, geil. Geh auch gleich pennen. Nach dem Duschen. Oh, lol. Oh, lol. Ein Arschloch. So eine Arschgeige, ey. Liegst auf dem Bett und denkst, oh, die ist voll kuschelig. Kenn das. Das ist mein Leben. Und jetzt sind wir am sonnigsten Ort von Final Fantasy 7, glaube ich. Gibt es denn hier mal einen Speicherplatz? Ich will speichern.
Kann mir nicht passieren. Ja, du bist, hast ja auch Insomnia hier. Wo kann ich speichern? Kann ich hier auf die Weltkarte? Aha, wunderbar. So. Freunde der Sonne. Wie lange habe ich denn jetzt auf dem Tacho? 4 Stunden, 7 Minuten. 4 Stunden, 7 Minuten, Leute. Das ist jetzt okay. Ja, okay, jetzt sind es 8 Minuten. Aber ich habe jetzt die offizielle Erlaubnis, ne? Ich darf mich jetzt verabschieden langsam. Ich mache natürlich noch hier so ein bisschen Talkie-Talkie und so. Oh, ich hätte vielleicht vorher wegschalten müssen. Ich darf jetzt duschen. Ja, ich nicht mehr stinken. Juhu. Ich darf endlich duschen. Das ist so gütig von euch. Also dafür, dass ich jetzt effektiv heute im hier mit Cloud und so nicht effektiv wirklich viel geschafft habe, bin ich aber... Ich bin ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt. Ich dachte, ich komme ein bisschen weiter. Vielleicht sind es 4 Stunden 9 Minuten. Oh, Mossi kann zählen. Guter Mossi. Hast du heute gut gemacht, Mel. Yeah! Echte Gamer stinken. Also, ich bin zwar ein echter Gamer, ich würde mich schon als richtig echten Gamer bezeichnen, ja, aber ich brauche das Stinken nicht davon. Also, ich für meinen Teil brauche das Stinken. Weiß nicht, wie das bei euch ist, aber auch wenn ich ausgehe, auch als Gamer, wenn ich auch als Gamer-Girl ausgehe oder als E-Girl, auch natürlich, ne, kann ich nicht den Odo Stink tragen. Gamer Girl? Ich bin auch ein E-Girl? Weil ich im E-Internet auftrete. Im E-Internet. Im Internet. Oh, Internet. Oh, ich bin glücklich. Ich habe einen Witz gerissen. Juhu. Ah, oh, Gott, ist das schön. Doch nochmal einen Witz gerissen hier. E-Internet. Nee, Internet. Ihr wisst schon, Ente. Ich habe ein Command. Ja, Melwitz! Juhu! Chris hat gehört! Hast du schon Tamara geschrieben? Du sollst dich bei Tamara melden. Chris. Okay, gut. Ich habe versucht, dich zu triggern, aber es hat nicht geklappt. Also, ja. Habe ich einfach angefangen, Tschüss zu sagen. Das hat ja dann geklappt. Ich wollte gerade schreiben, dass ein E-Girl steht für Internet. Und dann musst du das schon selber sagen. Mann, Mel. Achso, Ma! Hast du nicht Mann, die Ma? Oh Gott, dieser Wal. Kennt ihr Battleblock Theater? Da ist so ein Wal, der macht so Ma! Wir müssen so einfach glücklich zu machen. Das ist wieder wach. Der war nicht schlafen, Leute. Ich sag's euch zu 1000%. Doch, ich hätte mehrere Orgasmen deswegen. War schwer wieder reaktionabel zu werden. Ah ja. Jetzt Gedanken kreisen. Ah. Vor allem juckt Mels Nase unter der Brille. Mels Gedanken kreiseln wie ein Beyblade. Spiele dein Spiel und starte dein Beyblade. Ja. Immer diese Nerds, die Lieder singen können und zitieren. Das sind komische Menschen, komische Menschen. Komisch hier. Aber hey, wir haben heute neue, liebe neue Leute dazu gewonnen. Ich hoffe, ihr seid auch demnächst wieder dabei. Ich weiß noch nicht, wann genau ich den nächsten FF7-Stream einplane. Normalerweise ist es ja der Final Fantasy Friday. Aber den Final Fantasy Friday muss ich nächste Woche wohl mal so auf Montag oder Dienstag verschieben. Habe ich noch nicht entschieden. Denn nächste Woche Freitag bin ich auf der Frankfurter Buchmesse, beziehungsweise in der Vorbereitung dazu. Und da bin ich nicht zugegen. Wer braucht nicht viel zum Glück sein, nur weil der Mwah macht. Mwah. Der ist großartig, okay? Oh. Vermisst den Wal. Ich mag den Wal. Ist ein guter Wal. Wahlweise ein guter Wal. So. Und Burger King Burger. Boah, ja. Jetzt so ein Long Chicken oder so ein Long Texas Barbecue. Das wäre schon was. Aber ich bin auch, was ich auch sagen muss, ich habe jetzt seit einer Weile jetzt komplett auf Mc's und sowas verzichtet. Ich sehe in meiner Haut keine Unterschiede. Aber ich bin stolz auf mich, dass ich keinen Müll mehr fresse. Keine. Oh Gott, keine mehr.
Was los? Ah! Tim, du hast noch nicht gefolgt. Du Schlingel. Du alter Schlingel. Herzlich willkommen an der Maka-Crew. Es gibt keine Coupons für mich. Also kann ich auch weiter darauf verzichten. I cry so hard and got so... Oh, dieser Mal. Ich entschuldige mir. Also, du solltest dich schon ein bisschen schämen, kann sich jetzt schon. Und dafür, dass du gesagt hast, du bist um 8 da, schon ein bisschen spät. Aber um 1, ne? Mein Judge. So. Ich klinge wahrscheinlich immer noch sehr, sehr nasal, aber ich hoffe, ich kann das bis nächste Woche wieder ein bisschen korrigieren. Und bin zur Frankfurter Buchmesse dann halt auch wieder fit. Das wäre schön. Meine Verteidigung, ich sagte frühestens. Ja. Ja. Ich kann dazu nichts sagen. Pure Enttäuschung. Pure Enttäuschung. Einfach nur enttäuscht bin ich. Von vorne bis hinten enttäuscht. Ja. Ich habe keine Worte dafür, für diese Immensität an Enttäuschung. Immensität, ist das ein Wort? Von vorne bis hinten, ja, von vorne bis hinten enttäuscht. So, ich würde gerne einen Abgang machen, damit ich noch vor 12 in die Dusche komme. Ich brauche ja auch ein Weilchen, bis ich mal meinen impressiven Ausmaß von meinem Körper gewaschen habe. Okay, das klingt schon wieder eklig, sorry. Fertig habe. Und ich möchte auch, dass vor sehr spät meine Haare halbwegs trocken sind. Das dauert nämlich immer am längsten. Deswegen würde ich mich jetzt am liebsten gerne verabschieden. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht krumm. Ich bin jetzt auch schon über 4 Stunden dabei, ne? Also der Regel-Mailstream ist am Leben. Warum beschreibst du dich jetzt als dick? Das war ein Joke. Ich wollte einen Witz machen. Ich weiß, dass ich nicht dick bin. Deswegen habe ich doch... Ja, egal. Das lernt ihr noch. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Morgen ist auch wieder ein Tag bei der Wacker Crew, wie jeder Tag ein Tag ist. Ich weiß noch nicht, was in der Promo drinsteht. Ich habe ehrlich gesagt nicht so genau geguckt. Aber ihr werdet es ja gleich sehen, wenn die Mucke läuft. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Gutes Gelingen bei eurem Wochenende, bei eurer Wochenendplanung und ich hoffe, ihr, keine Ahnung, vielleicht habt ihr ja was Cooles am Wochenende vor und wer trinken geht, schickt mir bitte ein Bild von seinem Getränk. Fände ich cool. Alles klar, ciao mit V und Yakuza 3 und Ocarina of Time. Ah, stimmt, Ocarina of Time, yeah. Gut Dusch, gut Haya, goodbye.